dein persönliches Kopfkino. Er ist diskret, er ist charmant, er ist tödlich. Der Gentleman bei Hör mal zu. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Fuß über der Metropole London. Das verstößt gegen die Vorschriften. Verstehen Sie denn nicht, es geht um Leben Bitte, und Tod? Monsieur Meyer, beruhigen Sie sich, setzen Sie sich wieder. Ich rufe den Captain, er kommt zu Ihnen. Ich setze mich nicht wieder hin, ich setze Monsieur mich nicht. Monsieur Meyer, bitte nehmen Sie doch Vernunft an. Aber ich muss zum Captain. Robert, sehen Sie nach. Jawohl. Nicolore 5 an Tower. Gehen Sie bitte Ankunft Kamis. Hey, Sie. Lassen Sie mich gehen durch. Sie zurück. Ganz ruhig bleiben. Was ist los, Jeanette? Ich weiß es nicht. Als er die Funknachricht bekam, hat er sich aufgeregt und wollte unbedingt zum Captain. Ja, ich muss ihn dringend sprechen. Es ginge um Leben und Tod. Wer ist der Mann? Meyer. Und die Funknachricht? Ich fand sie harmlos. Jemand könnte Monsieur Meyer nicht abholen kommen. Also, Monsieur, wozu dieser Aufstand? Hören Sie, ich muss sofort mit dem Captain sprechen. Sie können da aber nicht einfach rein. Ja, das aber um Himmels Willen, verstehen Sie denn nicht das? Setzen Sie sich wieder hin. Der Captain wird gleich zu Ihnen aber kommen. Aber wieso kann ich denn nicht? Also gut. Halt! Captain! Robert! Was ist los? Das ist Monsieur Meyer. Der Herr will unbedingt zu ihm. Ach, was Sie nicht sagen. Worum geht es denn hier, Monsieur? Ich habe den Verdacht, dass... Ja, schon gut. Lassen Sie den Mann selbst reden. Also, Monsieur? Jemand wird versuchen, mich zu ermorden. Der Mann bricht zusammen. Er ist völlig erschöpft und voller Angst. Verzeihen Sie mir, Monsieur, wenn ich den Anschein erwecken sollte, Sie nicht ernst zu nehmen. Sie sagen, jemand will Sie töten, aber Sie wissen weder wer noch wieso. Bitte, Captain, wenn Sie mir nur erlauben würden, im Cockpit bleiben zu können. Hier bin ich sicher. Ich habe jetzt wirklich genug von diesem Unsinn. Aber Sie müssen das Cockpit verlassen. Ich mache Ihnen auch keinerlei Schwierigkeiten. Bis zu unserer Landung in Marseille kehren Sie auf Ihren Sitz zurück. Bitte schicken Sie mich nicht raus. Das ist mein Todesurteil. Hier kann er mir nichts tun. Wer kann Ihnen nichts tun? Ich weiß nicht. Ich kenne ihn nicht, aber er wird mich ganz sicher umbringen. Bitte, Captain. Hier bin ich sicher. Bitte. Monsieur Meyer, Sie haben das hier vor dem Cockpit fallen lassen. Was fehlt hier, Mann? Wenn ich das nur wüsste. Captain, ich bin dabei, frischen Kaffee zu servieren. Wenn Sie wollen, dann bringe ich ihn zu seinem Platz zurück. Er kann erst mal im Cockpit bleiben. Bringen Sie ihm Kaffee. Er ist krank. Wer weiß, was noch passiert. Robert, achten Sie auf ihn. Falls er größeren Ärger macht, müssen wir gewappnet sein. Ja, Monsieur. Der nächste Morgen. Wir befinden uns in der Carnaby Street. Guten Morgen. Was ist so dringend, dass Sie mitten in der Nacht anrufen und mich hierher bestellen? Ich erwarte den Flug aus Tripolis. An Bord ist ein Mann namens Meyer. Er hat ein Päckchen, welches ich von ihm übernehmen und in London abliefern soll. Verstehe. Was ist in dem Päckchen? Ich weiß es nicht. Na, typisch. Hey, warten Sie, wo wollen Sie hin? Zurück nach Toulon. Sie verstehen die Lage nicht. Was immer in diesem Päckchen ist, es ist von absoluter Wichtigkeit, dass ich es bekomme. Sonst würden Regierungen gestürzt und Chaos würde herrschen. Wie können Sie das behaupten, wenn Sie nicht wissen, worum es geht? Oh, ich habe dafür so eine Art sechsten Sinn. Den braucht man in diesem Job, sonst würde man nicht überleben. In Ordnung. Aber ich muss morgen Mittag wieder in Toulon sein. Das schaffen Sie. Was tun Sie dort? Freunde besuchen. Oh, eine Party? Keineswegs. Und wer sind die? Leute aus der Provinz Kuadanayau auf Borneo. Bitte? Kuadanayau. Ah. Dieser Junge ist mit 4 Jahren an Unterernährung gestorben. Die meisten werden nicht mal halb so alt. Sie schicken eine medizinische Expedition hin und wollen meinen Rat, da ich schon einmal dort war. Aha. Soll heißen? Oh, gar nichts. Das Flugzeug landet in 20 Minuten. Meyer wird Hilfe brauchen. Bestimmt will ihm jemand ans Leder. Er flog extra einen Umweg von 2000 Meilen, aber seine Verfolger hat er nicht abschütteln können. Und was muss ich tun? Sie sollen ihn übernehmen. Sie bringen ihn zu einem Treffpunkt außerhalb Marseilles. Er sagt Ihnen, wohin. Ich erwarte ihn bei der Ankunft und bringe ihn dann raus zu Ihnen. Warum setzen Sie ihn nicht in ein Taxi? Das könnte zu gefährlich werden. Wir wollen ihn doch in Sicherheit bringen, oder? Und vielleicht steigen so die Chancen, dass der Gegner denkt, dass er das Päckchen noch hat. Sie haben sich alles im Voraus ausgedacht. Und Sie machen dann was nochmal? Ich bringe dieses Päckchen nach London.
Es sei denn, Sie wollen es tun. Wie ich bereits gesagt habe, ich bin beschäftigt. Oh, richtig. Kudana. Oder wie ist das gleich? So ein Glück, dass ich Sie noch erreichen konnte. Ah, und wie geht es Ihrem Kater heute Morgen? Sie sollten damit aufhören. Ich meine, diese Art von Arbeit. Was zahlt Ihnen diese Bruchbude von Hotel eigentlich? Ich krieg für jeden eine Provision. Provision? Hm. Wie viele Gäste haben Sie diese Woche gebracht? Sergeant, wie wär's mit einem Cassis, hä? Es heißt, davon wachsen die Haare schneller. Salut, Locke. Was gibt es? Eine Menge. Und hören Sie auf, mich Locke zu nennen. Sollte ein Kompliment sein. Ach, Pierre. Zeigt die Behandlung schon Wirkung? Das hoffe ich doch bei 25 Franc pro Anwendung. Hier. Hm. Ganz schön schütter. Sie wachsen schon wieder. Los, Pierre, Sie sind am Zug. Ich verschone Sie mit dienstlichen Neuigkeiten, da Sie bloß an Ihr Spiel zu denken scheinen. Welche Neuigkeiten? Die Maschine aus Tripolis. Tricolore 5, was ist mit der? Ein Problem an Bord. Ein Passagier. Ach, was für ein Problem denn? Ich habe Anweisungen, ihn schon draußen auf dem Flugfeld in Empfang zu nehmen. Sie wird pünktlich sein, sonst hätte uns der Tower schon verständigt. Somit landet sie in 10 Minuten. Also machen wir uns bereit. So öffnet man sie. Ah, eine Handtaschenpistole. Faszinierend. Ja, nicht wahr? Hätte Marie Antoinette so eine besessen, wäre die Bastille nie erstürmt worden. Marie Antoinette war niemals in der Bastille. Gut, 10 Schuss Kaliber 22. Kann ich die haben? Oh, die Munition. Hätte ich glatt vergessen. Danke. Sie wurden früher von der Pariser Damenwelt zur Selbstverteidigung benutzt, wie ich hörte. So, ich muss los. Sie behalten hübsch den Eingang im Auge. Ich schicke Meier so schnell wie möglich raus. Wohl kaum Ihr Fall. Untersetzt Brille Grau Österreicher. Er wird Sie bestimmt erkennen. Sie sind wohl noch nicht durch den Zoll. Nein, scheinbar noch nicht. Hm. Ach, furchtbar öde, diese Warterei auf Flughäfen. Ja, in der Tat. Eine Zigarette? Ah, Sie haben schon. Für gewöhnlich sind Sie ja pünktlich. Kennen Sie den neuen Flughafen in New York? Nein, nein. Nicht den alten, den neuen. Ist schon ein Ding. Das gute alte London baut sich seinen Flughafen noch vor New York. Wie interessant. Ja. Holen Sie jemanden ab? Ja. Eine Freundin? Ja. Oh, Sie Glücklicher. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen ein gutes Hotel empfehlen? Es ist frisch renoviert und liegt sehr zentral. Monsieur, nehmen Sie die Karte. Ein gutes Hotel. Es wird weiterhin empfohlen. Madame, bitte nehmen Sie eine Karte. Es liegt wirklich sehr zentral und wird weiterhin empfohlen. Ein etwas aufregender Flug. Miss, erlauben Sie? Waren Sie in dem Flugzeug aus Tripolis? Ja, Monsieur. War da ein Mann namens Meyer an Bord? Holen Sie ihn ab? Ja, ich bin ein Freund. Monsieur Meyer kommt sofort in Begleitung von Captain Le Gros und der Flughafenpolizei. Polizei? Sie werden bestimmt gleich kommen. War ein ziemlich hektischer Flug für Sie. Ich freue mich, nach Hause zu kommen. Nun, wenn Sie erlauben, nehme ich Sie gerne in meinem Wagen mit. Ich werde abgeholt. Oh, vielen Dank, Mr. Manning. Oh, Paul, bitte. Oh, Jeanette. Jeanette. Ich bringe das schnell zur Flugleitung. Und wo treffen wir uns? Am Ausgang. Schön. Ich beeile mich. Meyer! Treten Sie bitte zurück. Ich bin ein Freund dieses Herrn. Lassen Sie ihn zufrieden, er muss sich erholen. Lord Cognac. Treten Sie bitte zurück und holen Sie den Arzt. Kann ich vielleicht helfen? Nein, danke, Monsieur. Sie stören nur. Das hat sich doch... Meyer! Meyer! Was ist passiert? Nun, er hat sich im Flugzeug sehr merkwürdig benommen. Wie meinen Sie das? Er drang mit Gewalt ins Cockpit ein und fürchtete um sein Leben. Er ist krank. Ich rede mal mit ihm. Wo bleibt der Arzt? Meyer! Ich bin es, Steed. Das Päckchen. Wo ist es? Was ist mit? Er ist tot. Tot? Henri, Sie bleiben hier. Monsieur John Steed. 5 Westminster News, London. Ich danke Ihnen vielmals. Sind Sie geschäftlich in Frankreich, Monsieur Steed? Zu meinem Bedauern, leider. Und wie gut kannten Sie Monsieur Meyer? Ein Geschäftsfreund. Wir haben uns hin und wieder getroffen. Waren Sie zufällig derjenige, der ihm während des Flugs eine Funknachricht geschickt hat? Ja, in der Tat. Wieso? Captain Le Gros sagt, unmittelbar nach Erhalt dieser Nachricht habe der arme Monsieur Meyer sich furchtbar aufgeregt. Nun, das ist ja wohl kaum mir anzulasten. Oh, nein, aber... Offenbar teilten Sie ihm doch mit, dass Sie ihn nun leider doch nicht vom Flughafen abholen würden. So ist es. Ich hatte befürchtet, ihn nicht abholen zu können. Zudem fand ich es unpassend, um diese Zeit einen Geschäftsfreund zu treffen. Natürlich. Allerdings sind Sie ja hier. Welch plötzlicher Sinneswandel.
Hören Sie, Monsieur, soll das hier etwa so eine Art Verhör werden? Oh, mitnichten, Monsieur, aber ein Mann ist gestorben und ich habe einen Bericht zu verfassen. Nur darum geht es. Schon gut, ich verstehe. Ich war auf einer Party und dachte mir, komm, fahr schnell zum Flughafen, ist eine freundliche Geste. Das reicht mir schon. Danke, Monsieur. Nun, dann hätten wir das erledigt. Danke vielmals, Sergeant. Wiedersehen. Oh, ich wollte noch... Monsieur? Das Gepäck des Herrn. Wissen Sie, wo es ist? Welches Gepäck? Er muss doch einen Koffer dabei gehabt haben. Wir haben im Flugzeug nichts gefunden. Nicht mal eine Aktentasche? Oh doch, ja, es gab eine Tasche. Sie haben völlig recht. Dachte ich es mir doch. Er hatte wichtige Geschäftspapiere für mich. Wissen Sie, wo ich die Tasche bekommen kann? Sowas wird hier üblicherweise vom Zoll in Gewahrsam genommen. Soll ich mal nachfragen, wo sie ist? Oh, nicht nötig. Sie ist ja bestimmt gut aufgehoben, wenn sie dort in Gewahrsam ist, nicht wahr? Oh ja, da haben Sie recht. Danke, Monsieur Steele. Ich hoffe, wir müssen Sie nicht nochmal belästigen. Ach, das war doch kein Problem, Monsieur. Ihre Dame steht falsch. Monsieur? Monsieur? Schrecklich, das mit Monsieur Meyer. Ja, furchtbar. Wir waren befreundet. Ach ja, Monsieur? Ist das nicht zufällig Meyers Aktentasche? Ja, Monsieur, das oh, ist sie. Oh, was für ein Glücksfall, dass ich Sie treffe. Ich soll Sie nämlich mit nach London nehmen. Das war sein Wunsch? Es war das Letzte, was er zu mir sagte. Seine Familie soll Sie zurückhalten. Eine schlimme Geschichte. Ich wäre so gern dabei behilflich, das schnell zu erledigen, ohne Formalitäten. Das ist eigenartig, Monsieur. Warum? Sie sind schon der Zweite, der mir das innerhalb einer Viertelstunde vorschlägt. Ach, wirklich? Was interessiert Sie und die andere Person an der Tasche? Ich kann das nicht für den anderen Herrn beantworten. Ich weiß nur, es sind Geschäftspapiere darin, die Familie von Monsieur Meyer betreffend. In der Tasche befinden sich keine solchen Dokumente. Bloß Rasierzeug und ein Hemd. Nichts, was für die Familie wichtig wäre. Das wundert mich nun sehr. Warum hat er dann so unbedingt darauf bestanden? Natürlich begreife ich Ihren Standpunkt, Monsieur, aber ist es wirklich völlig unmöglich, Sie mir zu überlassen? Ich fürchte ja, Monsieur. Und wenn Sie mal ein Auge zudrücken würden? Ich bedauere. Dann muss ich morgen wieder vorsprechen. Ja, tun Sie das, Monsieur. Hallo. Was hat er gewollt? Die Tasche. Oh, danach hat er mich ebenfalls gefragt. Sollten wir sie ihm denn nicht geben? Keinesfalls. Ich glaube, ich werde Sie lieber einschließen. Haben Sie keinen Respekt? Hier ist ein Mann gestorben. Sagen Sie, welcher Teufel reitet Sie denn heute? Wieder kein Glück in der Lotterie? Es wird Zeit, dass Sie wieder zurück in Ihr Hotel gehen. Die glauben einen Herzinfarkt. Sie glauben es nicht? Es sind einfach die falschen Symptome. Er hatte leicht blaue Lippen und erweiterte Pupillen. Bestimmt ein Gift aus der Hexabarbiton-Gruppe. Hätte er nur noch 5 Sekunden durchgehalten, wüsste ich, wo das Päckchen ist. Sie haben es also nicht? Nein. Er hatte nichts bei sich? Nicht, soweit ich es sehen konnte. Ich konnte ihn ja schlecht in aller Öffentlichkeit filzen. Übrigens war da ein grimmig reinschauender Kerl, der wich mir nicht von der Pelle. Er war ebenso an Meyer interessiert wie ich. Und Gepäck hatte er keins? Nur eine lederne Aktentasche, die liegt beim Zoll. Ich werde mich mal umsehen, sobald die Lichter dort in dem Gebäude aus sind. Am besten gehe ich über den Parkplatz und steige durchs Fenster ein. Oh, richtig. Einer der Zöllner hat mir berichtet, es gebe da noch einen Engländer. Der hat ebenfalls nach Meyers Tasche gefragt. Dieser Meyer schien beliebt zu sein. Die Franzosen wollten nichts von ihm? Wegen der Franzosen kam ich kurz ins Schwitzen. Es ging um eine Nachricht an Meyer. Die Herren Polizisten haben davon gewusst. Zu meinem Glück war der Verantwortliche ein eher wenig heller Zeitgenosse. Sonst wäre es vielleicht schiefgegangen. Erst funken, sie würden Meyer nicht treffen können und dann doch da sein. Fällt ja einem Blinden auf. Aber das war doch nur ein Code. Kannte der Verstorbene ihr Codebuch? Los, macht schon, verschwindet. Habt ihr kein Zuhause? Passagierzahlen, Warenverzeichnis, alles fertig. Und Meyers Tasche ist im Schrank verstaut. Gut. Freuen wir uns auf den Feierabend. Und wie? Kommen Sie mit? Gehen Sie schon vor. Ich muss das noch unterschreiben. Lohnt sich kaum zu schlafen. Ich habe nachher schon wieder Dienst. Na dann, gute Nacht, Roland. Gute Nacht. Hey, Locke. Was für eine Nacht. Ach, wieso hat er nicht woanders sterben können? Hören Sie. Hier, nehmen Sie das mit. Was ist das? Eine Flasche Haarwuchsmittel. Was? Das mit dem Veräppeln wegen der Haare tut mir leid. Sollte das wieder ein Jux sein? Ist ein Friedensangebot, wirklich, Locke. Wo ist die her? Aus Meyers Tasche. Meyers? Nun, er wird's ja wohl nicht mehr brauchen. Es muss aber nicht unbedingt jeder mitkriegen. Sie hätten's in der Tasche lassen sollen. Andererseits, was soll's? Danke. Wer weiß, vielleicht hilft's ja was. Ja. Und es ist umsonst. Ja. Immer noch hier? Sie wollten doch gehen. Ich, sag Locke nur gute Nacht. Ihnen auch gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann. Es ist nichts im Futterstoff, es gibt keine versteckten Innentaschen. Ich habe die Bürstengriffe, die Schuhsohlen sowie die beiden Bücher überprüft. Danach habe ich die Zahnpastatube ausgequetscht und die Rasiercreme, selbst den Füller habe ich schon gut, ich bitte um Verzeihung. Ist die zu groß? Viel zu knapp. Was Sie nicht sagen. Ist während des Kampfes im Büro die Tasche vielleicht aufgegangen? Nein. Haben Sie sich dabei verletzt? Nein, nur einen etwas steifen Hals. Wir sind zusammen auf den Schreibtisch geknallt. Zum Glück lag er unten.
Nun, Monsieur? Oh, Mademoiselle, wir haben uns noch nicht entschieden. Das ist doch hübsch, finden Sie nicht auch? Ja, glauben Sie, das gibt's auch in Schwarz? Schwarz ist zu gewöhnlich. Ach, wirklich? Und, ist er tot? So lange bin ich nicht geblieben. Das sieht Ihnen ähnlich. Wenn das ist, haben Sie gewaltigen Ärger. Oh, da sagen Sie mir leider nichts Neues. Hallo? Wer? Ein Monsieur Steed? Ja, Mademoiselle, das bin ich. Erhalten Sie häufiger Anrufe in Geschäften für Damenunterwäsche? Wann immer es sich machen lässt. Ein bezauberndes Geschäft führen Sie hier, Mademoiselle. Danke, Monsieur Steed. Selten zu finden, so was Nettes wie Sie, wie das hier in England. Das ist aber schade für Sie, Monsieur Steed. Ja, das kann man so sagen. Ja? Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Zentrale. Na, gut von Ihnen zu hören. Also, ich spreche laut, denn die Verbindung ist wirklich furchtbar. Sie hatten doch eine gewisse Ware bei mir bestellt, aber ich habe extreme Exportschwierigkeiten. Schwierigkeiten? Welcher Art? Ich brauche mehr Informationen über die Ware. Insbesondere, da die Konkurrenz auch stark an dem Geschäft interessiert ist. Verstehe. Es handelt sich um die Probepackung eines neuen Fruchtsafts. Fruchtsaft? Eine neue Mischung, die wir aus Shanghai beziehen wollen. Oh, so aus Shanghai. Wie viele Mitbewerber haben wir? Oh, bisher weiß ich von zweien. Zwei. Mit solchen Komplikationen müssen Sie immer rechnen. Mhm. Aber, Steed. Ja? Keine weiteren Fehler mehr. Oh, das ist ja nicht. Haben Sie vielen Dank, Verehrteste. Es ist Fruchtsaft aus Shanghai. Was genau? Das Päckchen. Und im Codebuch steht es für was? Es ist ein recht neuer Code. Seit kurzem gibt es darüber Gerüchte. Shanghai steht für chinesische Rakete. Die man gerade in der Wüste Gobi testet. Mhm. Ja, und der Fruchtsaft ist der Treibstoff. Ein Zeug mit unerhörten Eigenschaften, weil... Propellen 23 wird es genannt. Ja, Maya hatte es und wollte nicht einmal mir sagen, was es ist. So verschwiegen war er. Sehr vernünftig. Es geht um eine Flüssigkeit. Wir suchen also nach einem Behälter. Ja, davon dürfen Sie ausgehen. In seinem Gepäck war nichts. Er muss die Flüssigkeit bei sich gehabt haben. Dann müsste die Polizei am Flughafen etwas bei ihm gefunden haben. Dann wird sie offensichtlich noch im Flughafen sein. Sehr logische Folgerung. Die Sache hat nur einen Haken. Ich kann mich dort nach gestern Nacht nicht mehr blicken lassen. Das ist Ihre große Chance. Ich bin begeistert. Haben Sie sich entschieden, Monsieur? Ja, ich nehme Sie, wenn ich darf. Oh, sicher, Monsieur. Sonst noch etwas? Oh, ja. Ja, bitte. Ich möchte einmal das und die hier. Gern, Monsieur. Fahren Sie gleich zum Flughafen. Stellen Sie Fragen, diskret. Ach, bitte, Sie brauchen es nicht einzupacken. Ist danke. Gut. Wie viel macht das? 53 Franc 30. 53 Franc 30, sehr gut. Hier nehmen Sie, das können Sie sicher gut gebrauchen, wenn Sie nach Kuadana oder wie das hieß, reisen. So, 53 Franc und 10, 20, 30. Nein. Schätzchen. Nein, Paul, es tut mir leid, aber man wirft mich raus, wenn man dich hier findet. Ich meine es ernst, du darfst das Flugzeug nicht betreten. Aber ich tue keinen was. Doch, du verwirrst deine Stewardess. Genau das habe ich vor. Bitte, Paul. Ich schreibe meine Liste, du suchst dein Feuerzeug, dann verschwinden wir. Es hat wenig Sinn zu suchen, hat wohl jemand mitgenommen. Du hast auf der anderen Seite gesessen. Ich dachte, vielleicht hat es jemand mit dem Fuß rübergestoßen oder... Nicht da? Nein, ich fürchte nicht. Weißt du was? Nach dem nächsten Flug wird eine Grundreinigung durchgeführt. Wenn man es findet, schicke ich es dir. Das wird gar nicht nötig sein, denn ich bleibe in Marseille. Wirklich? Ich habe etwas länger zu tun als geplant. Freust du dich? Ja. Wann bist du heute frei? Oh, ich habe um 12 eine Besprechung wegen des Vorfalls von gestern. Dann habe ich frei. Sehr schön. Der arme Monsieur Meyer. Es war keine Herzattacke. Hat er irgendein Gift genommen? Er hatte womöglich Tabletten, die er mit seinem Kaffee runtergeschluckt hat. Kaffee? Ich hatte kurz vorher noch welchen gebracht. Du warst mir sogar behilflich beim Servieren. Richtig, ja. Captain Legros sagt, es wird eine Mordermittlung geben. Tatsächlich? Wieso das denn? Weil es in so einem Fall immer geschieht. Weil sie den Menschen misstrauen. Wer würde Mr. Meyer töten? Keine Ahnung. Und wenn es wirklich Gift war, wie hätte ein Mörder es ihm geben sollen? In seinem Kaffee? Aber das ist doch... Wer hätte es tun können außer mir? Und ich war es sicher nicht. Ich hätte es tun können. Dann wäre der Co-Pilot auch verdächtig. Und auch Captain Legros. Ja. Na, so sieht also ein Cockpit aus. Aber das ist lächerlich. Monsieur Meyer hat bestimmt Selbstmord begangen. Und mit dem Kaffee hat es auch nichts zu tun. Es gibt eine andere Lösung. So? Und plausibler wäre sie auch. Was meinst du? Der Flachmann. Flachmann? Na, den er gestern bei sich hatte. Der Zollbeamte hat keinen Flachmann erwähnt. Er hatte einen. Und er muss ihn irgendwo auf der Reise verloren haben. Wo ist er dann? Er dürfte als Beweisstück wichtig sein. Er muss ihn auf dem Rollfeld verloren haben oder im Gebäude. Er wird irgendwo liegen oder es hat ihn jemand eingesteckt. Ja,
Wer könnte wissen, ob man ihn gefunden hat? Die Polizei. Sonst noch jemand? Lore, eine Freundin von mir. Lore? Von der Bar. Ah. Oder Locke von der Flughafenpolizei. Und Jacques Tissot. Der hängt immer im Flughafen rum. Ein alter Trinker, der hätte den Flachmann längst geleert und für die nächste Runde wieder gefüllt. Aber wir sollten jetzt wirklich gehen. Oh, natürlich. Ich warte nur auf dich. Ich muss sowieso mal telefonieren. Okay. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee, bitte. Und einmal wie gewöhnlich? Ja, bitte. Ich dachte, Sie hätten erst ab 12 Uhr Dienst. Ach, das ist wegen des Einbruchs. Nachher kommt die Kriminalpolizei. Schon was von Locke gehört? Ihrem Vorgesetzten? Der war schon hier. Der war ziemlich mürrisch, weil er heute eigentlich frei hat. Hat er wie immer gesagt, der Schlafmangel würde ihn krank machen? Ja, genau. Sagen Sie, was ist gestern Nacht eigentlich passiert? Madame? Ich hätte gerne ein Päckchen Zigaretten, bitte. Gern, Madame. Welche Sorte? Oh, einfach diese da. Danke, Madame. 1,85. Ja, und eine Tasse Kaffee würde ich auch gern haben. Guten Morgen. Guten Morgen, Madame. Entschuldigen Sie bitte, ich habe das gerade mit angehört. Sie sagen, ein Engländer wäre in einen Kampf verwickelt gewesen? Ganz recht, Madame. Und die Polizei weiß nichts von ihm? Sie werden ihn schon finden. Wer war noch daran beteiligt? Das weiß ich nicht, Madame, aber es gab einen Verletzten. Und es ging wohl um eine Tasche? So scheint es. Dann muss wohl etwas sehr Wertvolles drin gewesen sein. Ganz und gar nicht. Ich hatte eine Liste des Inhalts erstellt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Madame. Pierre? Was habe ich zu zahlen? 3,50. Bitte sehr. Es ist immer dasselbe. Ich komme nicht einmal dazu, meinen Kaffee in Ruhe zu trinken. Au revoir, Madame. Au revoir. Was schulde ich Ihnen? 3,50, Madame. Danke sehr. Oh, ich habe wohl meine Zigaretten verloren. Haben Sie sie schon eingepackt, Madame? Nein, sie waren eben noch hier auf der Theke. Danke. Oh, natürlich. Pierre muss sie versehentlich mitgenommen haben. Er raucht dieselbe Sorte. Ich rufe ihn kurz mal an. Nein, nein, nicht nötig. Ist da hinten nicht sein Büro? Ja, Madame. Dann kann ich sie mir schnell holen. Wirklich, Madame? Aber ja, doch. Herein. Wenn wir gewusst hätten. Ja, ah, Sie sind es. Oh, entschuldigen Sie bitte, Sie haben aus Versehen meine Zigaretten eingesteckt. Wirklich? Oh, bitte verzeihen Sie, Madame. Ich bitte Sie. Hier fand also dieser Kampf statt? Ja, allerdings haben wir schon aufgeräumt. Und die Tasche befand sich wohl da drin? Ja, richtig. Sehen Sie das aufgebrochene Schloss? Tatsächlich. Dieser Passagier Monsieur Meyer soll sich selbst vergiftet haben. Wahrscheinlich. Ob er das Gift in der Tasche aufbewahrt hat? Nein, Madame, da war kein Gift zu finden. Auch nichts zur Aufbewahrung des Giftes? Eine Flasche vielleicht? Eine Flasche? Oh nein, Madame, eine Flasche war da nicht. Sind Sie sicher? Oh ja, ehrlich. Das sollten wir der Polizei überlassen, Madame. Sie haben recht, Monsieur. Würden Sie mir wohl bitte Ihren Namen nennen? Gail. Catherine Gail. Ich war nur wegen des Giftes besorgt. Warum? Wenn man bedenkt, dass es hier irgendwo rumliegt, scheint mir das doch gefährlich. Ich bin sicher, dass Sie deswegen nicht besorgt sein müssen, Madame. Nun, Monsieur, ich habe Sie lange genug belästigt. Entschuldigen Sie. Keine Ursache. Würden Sie mir wohl bitte noch den Namen Ihres Hotels nennen? Meines Hotels? Ja, Ihres Hotels. Hotel de Saint-Père. Hotel de Saint-Père. Danke, Madame. Ich danke Ihnen. Ihnen auch. Au revoir. Er kommt sonst immer, bei jeder Maschine. Was kann nur mit ihm sein? Ach, Lore, dass du dir deswegen Sorgen machst, verdient er doch gar nicht. Doch, auch Jacques hat seine guten Seiten. Das schon. Nur braucht er ständig jemanden, der auf ihn aufpasst. Wo steckt er nur? Er wird deswegen noch seine Arbeit verlieren. Es scheint dich wirklich zu beschäftigen, wie es ihm geht. Ja. Sag bloß nicht, dass du dich in ihn verliebt hast. Und wenn doch? Also schön, Lore, wenn ich irgendwie helfen kann... Hör zu, Jeanette. Auf dieser Karte steht das Hotel, in dem er arbeitet. Er hat dort ein Zimmer. Bitte. Würdest du hinfahren und nach ihm sehen? Lore, es ist bei Saint-Honoré. Kein sehr schönes Hotel. Ich muss aber gleich zu einer Besprechung gehen. Die ist doch erst um 12, Jeanette. Fahr mit dem Taxi. Ich bezahle es selbstverständlich. Dann bist du rechtzeitig zurück. Bitte, wen soll ich denn sonst fragen? Ich kann unmöglich weg. Und sicher steckt er irgendwie in Schwierigkeiten. Ich weiß es. Von mir aus. Oh, danke, vielen Dank. Freu dich nicht zu früh. Ich tue dir damit keinen Gefallen. Nicht bei diesem Jacques. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Madame? Ich habe etwas verloren. Vielleicht können Sie mir helfen. Was haben Sie verloren? Wie beschreibe ich es nur? Es ist gewissermaßen eine Flasche. Haben Sie schon im Fundbüro nachgefragt, Madame? Das habe ich doch. Man sagte, ich solle mich an Sie wenden, da ich erwähnte, ich hätte sie hier verloren. War in dieser Flasche denn irgendetwas zu trinken? Eine Art Alkohol. Dann hat möglicherweise Jacques Ihre Flasche gefunden. Jacques? Kennen Sie den Mann?
Jacques Tissot, er arbeitet hier für ein Hotel. Und warum sollte er meine Flasche haben? Nicht, dass er sie einfach stehlen würde, aber wenn sowas wie Cognac drin war, dann kann er dem nun mal nicht widerstehen. Er ist kein Dieb, er trinkt nur sehr gern. Wo kann ich ihn finden? Er war noch nicht hier. Ist er krank? Wenn er die Flasche gefunden hat, wird er betrunken oder verkatert sein. Wenn er das trinkt, hat er mehr als bloß einen Kater. Wo wohnt er? Sie sind schon die zweite Person, die seine Adresse von mir wissen will. Ach ja? Irgendetwas stimmt hier nicht. Wer war es, der Polizist? Nein, ein Herr aus England. Dieser Jacques Tissot, ich muss ihn unbedingt aufsuchen. Hier ist die Adresse. Er arbeitet für das Hotel und wohnt dort auch. Die Telefonnummer fehlt. Da anzurufen hat keinen Sinn. Die holen ihn nicht an den Apparat. Ich habe es schon versucht. Sie haben einfach aufgelegt. Verzeihung, Madame. Ja? Woher wussten Sie das mit der Flasche? Flasche? Niemand außer Ihnen hat die Flasche in Meyers Tasche erwähnt. Oh, das war nur so eine Idee. Es war nur eine Flasche, die ein Haarwuchsmittel enthielt. Haarwuchsmittel? Wer hat die Flasche? Die habe ich dem Sergeant Leclerc gegeben. Er hat fast keine Haare mehr und er kann es gut gebrauchen. Wo ist er? Wahrscheinlich zu Hause. Heute ist sein freier Tag, Madame. Seine Telefonnummer? Der Kollege hat leider kein Telefon. Ich hoffe, Sie verraten mich nicht, Madame. Nein, nein, ich sag's nicht weiter. Wie ist deine Adresse? Oh, keine Ahnung. Fragen Sie vorn an der Information. Ich hätte die Flasche nicht nehmen dürfen. Ich weiß aber, ich dachte, da Monsieur Meyer sie nicht mehr braucht. Was tun Sie hier, wenn ich fragen darf? Monsieur Leclerc? Ja, Madame, aber meine Frage war, was suchen Sie hier? Ich muss mich für mein Eindringen entschuldigen, Monsieur. Doch ich habe einen wichtigen Grund, Sie aufzusuchen. Und? Nun, ich war auch am Flughafen, als dieser Mann starb und... Also, es ist eine recht lange Geschichte. Ich fange am besten von vorn an. Wo habe ich denn meine Zigaretten? Die müssen doch irgendwo in der Tasche sein. Ich weiß, dass Leclerc kaum Haare auf dem Kopf hat. Routiniert nimmt sie ihn in den Schwitzkasten. Hallo Schätzchen. Was machst du hier? Jacques hat mich hergebeten. Woher kennst du Jacques denn? Na, vom Flughafen. Sag mal, was suchst du hier? Ich wollte mal nachsehen, wieso Jacques heute nicht gekommen ist. Das weiß ich auch nicht. Ist das schlimm? Hast du hier überall rumgewühlt? Das Chaos war schon vorher da. Ich habe bloß Zigaretten gesucht. Wo ist Jack? Um die Ecke, Wein holen. Du hast doch sein Zimmer durchsucht. Nein, ich wollte nur eine Zigarette. Ich glaube, du hast nach diesem Flachmann gesucht. Schon im Flugzeug warst du so interessiert daran. Warum sollte ich daran interessiert sein? Sag es mir. Schatz, du steigerst dich da sinnlos in etwas hinein. Hast du nicht eine Besprechung am Flughafen? Ja, ich muss um 12 Bericht erstatten. Dann wird's aber Zeit. Du musst zurück. Ich fahre dich eben. Nein, vorher will ich wissen, was hier los ist. Ach, wieso denn? Lass uns vernünftig beim Essen darüber reden. Ich kenne ein wunderbares Restaurant. Danach können wir in mein Hotel gehen. Nein, das geht nicht. Und warum nicht? Die Polizei will mich heute Nachmittag zu Monsieur Meyers Tod befragen. Das habe ich erfahren, als ich eben wegging. Ja, aber das geht doch schnell. Und wenn ich diesen Flachmann erwähne? Das musst du tun. Du hast ihn immerhin bei Meyer gesehen. Und wenn ich Ihnen berichte, was du hier tust? Schatz, sowas führt doch nur zu lauter Missverständnissen. Das ist überflüssig. Dann sag mir, was hier los ist. Gar nichts. Jacques hat vor, mit mir einen Schluck zu trinken. Du kennst ihn gar nicht, Natürlich Paul. Natürlich kenne ich ihn. Das glaube ich dir nicht. Frag ihn doch. Das werde ich. Ach, und diesem Säufer glaubst du eher als mir? Ja. Ach, Schätzchen. Hallo? Sind Sie in die Wohnung gekommen? Ja, ging leicht. Resultat? Nichts. Da war eine Flasche und ich schätze, dass sie unsere Probe enthielt, aber sie war leer. So ein Mist. Ja, die Aufschrift lautete Haarwuchsmittel. Dieser Polizist hat es vielleicht benutzt. Es gibt noch eine Flasche, einen Flachmann. Eins noch. Eine Frau mit einer Waffe ist aufgetaucht und hat mich überwältigt. Wer war sie? Keine Ahnung. Suchte sie das Gleiche? Ich denke schon. Engländerin, gefährlich. Sie gehört bestimmt zu Steed. Der stört uns nicht mehr. Wenn er bei Tissot auftaucht, erwartet man ihn. Er würde sowieso nichts finden, aber sie weiß vielleicht, wo das Zeug ja. ist. Aber... Was tun wir? Sie halten hier die Stellung, falls sie auftauchen sollte. Und dann verständigen Sie mich. Gut, ja. Ja. Und vielen Dank. Auf Wiederhören. Sie haben mich auf die Polizeiwache zu begleiten, wegen eines Einbruchs im Flughafen. Ein Einbruch im Flughafen? Ja, Monsieur. Sieh dich hier mal um. Wie haben Sie mich gefunden? Wir haben einen Anruf erhalten. Und wer hat Sie angerufen? Ich bin keinesfalls autorisiert, so etwas weiterzugeben. Oh, was macht das schon? War es vielleicht ein Engländer? Stimmt's, es war einer. Ist ja auch egal. Sollten Sie einen Flachmann finden, das ist meiner. Was wollten Sie in diesem Zimmer, Monsieur? Ich bewundere die Schönheit der Natur. Sag, geht's dir gut? Sehr gut, sehr gut. Ah. Ein Schluck? Nicht bei der Arbeit. Na dann los, mach fertig. Oh, ich hab noch 50 Baguette zu backen. Trink nicht so schnell.
Du bist mir ein schöner Freund. Ich will bloß, dass du mir noch was übrig lässt. Ja, da mach dir mal keine Sorgen. Den richtigen Stoff habe ich hier. Wenn der Wein alle ist, dann trinken wir das. Aha. Wo könnte Jacques denn sein? Er geht öfter in eine Bar, die heißt Clou d'Argent. Wo ist die? Da ist er aber nicht, weil er denen noch was schuldet. Sonst noch eine Idee? Ich wüsste nicht, nein. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich muss ihn aber unbedingt finden, weil er... Oh doch, er sagte was von einem neuen Freund, Jean Martin, ein Bäcker. Er arbeitet... Seine Bäckerei ist irgendwo in Cloutier. Kennen Sie die Adresse? Nein, aber Sie können sich durchfragen. Jean Martin in Cloutier. Aha. Verstanden. 4 Durchgänge habe ich noch. Gut, dann nimm schon mal. Ja, das mache ich. Jean Martin? Ja. Ist Monsieur Jacques Tissot bei Ihnen? Ja, ja, er ist hier. Danke, Monsieur. Wie herrlich es hier duftet. Sind Sie Jacques Tissot? Ja. Wo ist die Flasche? Welche Flasche? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Das hier ist es. Aber nicht hier drin. Es muss eine andere Flasche sein. Verzeihen Sie, Monsieur. Ah, die sehen köstlich aus. Aber was tun Sie da? Tut mir leid, es muss sein. Was? Was suchen Sie denn? Das werden Sie gleich sehen. Moment. Ich verstehe nicht, was das soll. Sie ist hier irgendwo. Würden Sie tut mir wirklich sagen, leid, Sie zu belästigen. Würden Sie mir 6 davon zurücklegen? Wo ist die Flasche? Ich habe keine Ahnung, was Sie... Mir werden Sie es gleich sagen, Tissot. Gehen Sie zur Seite. Mr. Steed, nicht wahr? Ganz recht. Besuchen wir zufällig denselben Club? Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Tun wir nicht. Das würde ich sein lassen, Mrs. Gale. Siebel, passen Sie auf Sie auf. Machen Sie schon. Ich habe Ihren Namen leider nicht verstanden. Darüber. Die Hände an die Wand, Beine auseinander. Wenn Sie mir die Zigaretten lassen würden. Jetzt Sie. An die Wand. Drehen Sie sich wieder um. Behalten Sie die beiden im Auge. Wo ist der Flachmann? Ich weiß es nicht. Wo ist Ihr Mann? Wenn Sie mich erschießen, erfahren Sie es nie. Völlig richtig, aber ich werde Sie schon zum Reden bringen. Lassen Sie ihn los, Steed. Da ist der Flachmann. Holen Sie ihn. Sie beide rüber zur Treppe. Ladies first, verehrteste. Oh, mein Knie. Jammern Sie nicht rum. Gehen Sie weiter. Ich glaube, da ist was geprellt. Der Fruchtsaft. Ich war der Meinung, Sie mögen so etwas nicht in Schwarz. Sie sind voller Überraschung. Wie die Pariser Damenwelt. Wie geht es dir so? Schon wieder besser, danke. Ich war im Krankenhaus. Er war sehr erschöpft, aber ich konnte kurz mit ihm reden. Er hat gesagt, er rührt sein ganzes Leben keinen Tropfen mehr an. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber bitte grüßen Sie ihn von mir. Das werde ich. Was haben Sie denn? Locke ist gerade zum Dienst erschienen. Ja? Er ist vollkommen außer sich. Wo ist er? Wer? Pierre! Na also. Der verrückte Kerl hat mir ein tolles Haarwuchsmittel gegeben. Was Sie nicht das sagen. Das ist eine Katastrophe, sehen Sie. Es ist nichts übrig. Und Sie fingen gerade an zu wachsen. Mesdames et Messieurs, das ist der letzte Aufruf. Steed! Steed, Sie haben das Päckchen vergessen. Das Päckchen? Ich habe die Flasche dort. Sie fuhr. Oh, zu freundlich. Wollen Sie vielleicht eins? Nein, vielen Dank. Sie sind köstlich. Oh, ich muss gehen. Beste Grüße an Kuadana, Jojo. Kuadana, ja. Sag ich doch. Wiedersehen. Heute ist nicht alle Tage. Der Engländer kommt wieder, keine Frage. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt Danke sagen mit deinem persönlichen Like und bis demnächst hier bei uns. Dein persönliches Kopfkino. Er ist diskret, er ist charmant, er ist tödlich. Der Gentleman bei Hör mal zu. Gute Unterhaltung und danke für dein Like.
Neulich habe ich im Kriegsministerium mit dem zuständigen Offizier gesprochen. Und er sagte zu mir, wissen Sie, Williamson, jedes Gewehr, das Ihre Firma liefert, ist absolut einwandfrei. Sehr gut, Sir. Brigadier. Ja, Miss Ellis? Sie haben hoffentlich die heutige Sitzung nicht vergessen. Oh, verflucht doch, das habe ich. Wann fängt diese Sitzung an? In ungefähr 5 Minuten. Die meisten Aktionäre sind schon im Sitzungsraum. Reynolds versucht, sie zu beruhigen. Ach, Sie ahnen wohl die Probleme. Ist jemand da, den wir nicht kennen? 2 von denen habe ich noch nie gesehen. Ach, wahrscheinlich sind das Spitzel von Kate. Na gut, wenn die auf Ärger aus sind, dann können die den auch haben. Nehmen Sie Platz. Verzeihen Sie bitte, Mr. Reynolds. Herr Vizepräsident, bitte sehen Sie sich doch einmal die Seite 2 des Gewinn- und Verlustberichtes an und dann die entsprechende Seite des letzten Jahres. Wer ist die Lady? Das ist diese Mrs. Gale. Die Dame, die 20% der Aktien mit Stimmrecht besitzt? Ja, sie wurden alle in den letzten Tagen auf dem Markt erstanden. Damit ist sie in einer starken Position. Gut, Madam, sie liegt uns vor. Könnten Sie uns bitte erklären, warum sich Arbeits- und Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100.000 Pfund erhöht haben? Ich werde Ihnen erklären, warum. Madam, als Produktionsleiter dieser Firma kann ich Ihnen mit Sicherheit bestätigen, dass diese Zahlen die fast tägliche Verteuerung der laufenden Kosten exakt widerspiegeln. Ja, 100.000 Pfund? Wenn diese Zahlen stimmen, dann muss Mr. Kate die Firma schnellstens übernehmen, damit hier mal ein anderer Wind weht. Ja wohl eine Unverfrorenheit. Wir dürfen nicht in Panik geraten. Es gibt sicher eine Lösung. Sagen Sie etwas dazu, Mr. Reynolds. Dürfte ich um Ruhe bitten, meine Herrschaften? Über das Thema Kate werden wir nicht mehr diskutieren. Wir können höchstens einen Beschluss fassen. Gut, was halten Sie von diesem Beschluss? Ich möchte vorschlagen, dass die junge Dame neben mir, die wohl als einzige weiß, wovon sie spricht, in den Vorstand der Firma gewählt wird, auf den Platz, der durch den mysteriösen Tod des Vorsitzenden Mr. Anderson frei geworden ist. Moment! Wenn wir dem Wunsch nicht nachkommen, werden Sie jede Aktie an Kate verkaufen. Ich glaube, Young hat recht. Akzeptieren Sie den Beschluss oder nicht, Mr. Reynolds? Meine Damen und Herren, wir werden jetzt abstimmen. Der Beschluss lautet, dass Mrs. Catherine Gale. Dass Mrs. Catherine Gale dem Vorstand beitritt. Wer von Ihnen ist dafür? Dagegen? Dem Antrag ist stattgegeben. Da es bereits 14.30 Uhr ist, wird die Sitzung um eine Woche vertagt. Und bis zu diesem Termin hat Mrs. Gale auch die Möglichkeit, sich mit den Abläufen in unserer Firma vertraut zu machen. Die Sitzung ist beendet. Vielen Dank, Miss Ellis. Ich nehme Sie in meinem Wagen mit, wenn Sie verzeihen würden. Was soll ich dazu sagen? Dann wollen wir mal sehen, wie sich diese Mrs. Sie haben etwas fallen lassen. Sie macht zumindest einen sehr kompetenten Eindruck. Danke sehr. Keine Ursache. Viel Glück. Willkommen im Vorstand, Mrs. Gale. Ich danke Ihnen. So, wir wollen jetzt essen gehen, Young. Und kommen Sie auch mit, Mrs. Gale? Ach ja, ja, natürlich. Wir sollten uns doch besser kennenlernen, da wir quasi Kollegen sind. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich etwas unhöflich war, aber die letzte Woche hat uns alle doch ziemlich mitgenommen. Ja, das ist mir völlig klar. Der Selbstmord muss ein großer Schock für alle sein. So, Selbstmord? Das prüfen wir noch. Kommen Sie, Young. Der Brigadier ist der Ansicht, dass Anderson ermordet wurde. Kommen Sie, Mrs. Gale. Guten Tag. Faszinierend, was? Oh, wie gierig Sie alle sind. Mein Glückwunsch. Wie ich höre, sind Sie jetzt im Vorstand. Dank eines lautstarken Aktionärs, der bestimmt ein Freund von Ihnen ist. Er steht oft dort in der Ecke. Und dann natürlich dank Ihres Geldes. Das Aktienpaket wird sicher 50.000 gekostet haben. Nein, die Kurse waren gerade etwas gesunken. Aber dennoch eine teure Investition. Seit Henry Cates Übernahmeangebot steigen die Aktien unaufhörlich. Unser Gewinn beträgt bereits 5.000 Pfund. Das müssen wir feiern. Wie wäre es mit einem Möwenei? Wie wäre es mit einem Teil des Gewinns? Ach, sind Sie nicht schön? Was halten Sie von diesem? Oder von jenem? Ein britischer Armee-Revolver? Ja. Werden die für gewöhnlich so verpackt? Nein, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in Hilfsgütern für Flüchtlinge. Und seit unserem letzten Gespräch explodiert der Handel mit Gewehren und MGs. Sie sind allesamt britischer Herkunft. An welche Orte werden sie verschickt? Wir haben keine Ahnung. Über verschiedene Routen in Afrika, hauptsächlich wohl über Tanga. Was wir nicht wissen, ist, woher diese Waffen kommen und wie sie nach Tanga gelangen. Ich sagte, Sie sind alle britischer Herkunft und absolut neuwertig. Und Sie sind auf Anderson gestoßen, weil seine Firma zu denen gehört, die das Kriegsministerium beliefern? Wir müssen ja irgendwo anfangen. Hören Sie, wenn wir diese Lieferung nicht verhindern können, dann ist es nur eine Frage von Wochen, bis ein Stammeskrieg ausbricht. Sie kennen Afrika, Sie wissen, was das bedeutet.
Ja, aber Anderson, die Firma ist seriös und seit Ewigkeiten etabliert. Deshalb war ich ja auch äußerst überrascht, dass ihr so seriöser Vorstand mit einer Kugel im Kopf aufgefunden wurde. 1962, die Jungs auf ihrer Spielwiese. Also, woher das plötzliche Interesse Kates an Anderson? Finanzielle Spekulation? Das sollen sie herausfinden. So wie Kate arbeitet, wird das nicht einfach sein. Ich weiß. Vielleicht warte ich lieber, bis sie schlüpfen. Mr. Kate? Ja? Mein Name ist Catherine Gray. Ich komme vom Londoner Frau-Magazin. Sie haben 6 Minuten. Danke sehr. Wir bringen regelmäßig einen Bericht mit dem Titel Persönlichkeit des Monats. Ein Profil berühmter Männer sozusagen. Letzten Monat hatten wir... Jetzt sind es nur noch 5,5 Minuten. Oh. Sie sind ein Mann, für den Zeit wichtig ist. Ja. Ein Selfmade Man? Ja. 42? 44. Dieses Apartment, wurde es nach Ihren Anweisungen eingerichtet? Das wurde es. Wie beschreiben Sie Ihren Geschmack hinsichtlich der Inneneinrichtung? Gewöhnlich. Darf man Sie einen offenen, geradlinigen Mann nennen? Nein, ich bin verschlagen und hinterlistig. Ist es für Sie zu warm hier? Oh nein, nein, nein. Die Temperatur dieses Raumes beträgt konstant 22,2 Grad. So simuliere ich meine Hotelsuite auf den Bahamas. Durch diese Jalousien fällt künstliches Sonnenlicht. Dafür sorgt ein 2 Kilowatt Scheinwerfer. Es gibt hier noch mehr Spielereien, aber da Ihnen weniger als 4 Minuten bleiben, schlage ich vor, Sie erfinden den Rest. Was wollen Sie sonst noch? Nun, welches Interesse haben Sie an der Firma Anderson & Co.? Ich will Sie kaufen, das Kapital umschichten und wieder mit Gewinn verkaufen. Dann sind Sie also nicht an dieser Firma interessiert, weil Sie Waffen herstellen? Ich bin nicht im geringsten daran interessiert, was sie produziert. Von mir aus kann sie Babyflaschen herstellen. Wie hieß die Zeitschrift, für die Sie arbeiten? London der Frau Magazin. Kennen Sie es? Ja, ich habe es vor einem Monat gekauft. Würden Sie für mich arbeiten, dann wüssten Sie, dass ich keine Reporter empfange. Das weiß ich, Mr. Kate. Deswegen habe ich diese Zeitschrift ausgewählt. Ich hoffte, Sie würden mich aus Neugier empfangen, wenn Sie wüssten, dass ich Sie täusche. Sie sollen im Besitz von 20% der Anderson-Aktien sein. Also, Miss Gale, was ist der wahre Grund Ihres Besuchs? Also, ich bin eine sehr kluge Spekulantin, die etwas über Investitionen erfahren möchte. Wenn Sie klug sind, verkaufen Sie zur richtigen Zeit an den richtigen Käufer. Das ist doch eine Sache persönlicher Einschätzung. Gut, aber ich warne Sie, dieses Geschäft ist hart und kann manchmal sehr hässlich sein. Zu diesem Zeitpunkt ziehen vernünftige Leute die Reißleine. Wollen Sie mir nur drohen oder mir ein Angebot machen? Ich konnte bisher noch jede Firma, die mich interessiert hat, kontrollieren. Warten Sie nicht zu lange mit dem Verkauf. Ich denke doch, dass ich meine Aktien noch eine Weile behalte, Mr. Kate. Das sei Ihnen überlassen. Aber verbrennen Sie sich nicht die hübschen Finger. Und wann haben Sie ihn zum letzten Mal lebend gesehen? Ungefähr eine Viertelstunde, bevor ich hier runterging. Er ist ums Werk gelaufen, er hat das fast jeden Tag gemacht. Und danach kam er nach unten zum Schießen. Gibt es noch jemanden, der wusste, dass er zum Schießstand wollte? Er hat das, wie gesagt, oft getan. Viele können das gewusst haben. Wussten Sie das, Mrs. Gale? Nein, das wusste ich nicht. Mrs. Gale ist neu hier. Aha. Ich glaube, das ist alles, was ich fürs Erste von Ihnen wissen muss. Danke. Ach, nur noch eine Frage. Waren Sie die ganze Zeit anwesend, während Mrs. Gale geschossen hat? Nein. Mrs. Gale war schon dabei, als ich nach unten kam. Das stimmt doch. Das ist richtig, ja. Ich verstehe. Danke. Sie befinden sich in einer sehr schwierigen Lage, Mrs. Gale. Ich wüsste nicht, warum. Mr. Reinertz war offenbar schon tot, als ich auf diese Scheibe geschossen habe. Nun, ich würde nicht behaupten, dass es offensichtlich ist. Ich würde im Gegenteil sagen, dass es recht schwer zu beweisen wäre. Aber der Autopsiebericht wird es bestimmt bestätigen. Ja, das kann sein. Aber der Bericht sagt auch, es würden nur wenige Minuten zwischen den tödlichen Schüssen und denen, die Sie abgegeben haben, liegen. Dann muss der Täter, kurz bevor ich nach unten kam, verschwunden sein. Nun, Mrs. Gale, alle Kugeln in Reynolds' Leiche wurden aus demselben Gewehr abgegeben. Dann hat der Mörder das Gewehr wohl vor mir benutzt. Ja, so könnte es gewesen sein. Aber alle Fingerabdrücke, die sich auf dem Gewehr befinden, stammen von Ihnen. Gut, ich werde mich mit Sicherheit wieder bei Ihnen melden, aber... Im Moment wäre das alles. Sagen Sie halt. Das reicht, danke. Was ist mit Ihnen, Doreen? Nein, danke. Dann nicht.
Also, auf den Rest von uns. Auf die wenigen, die von uns noch übrig sind. Wo ist denn eigentlich Mrs. Gale? Sie hilft der Polizei bei ihren Ermittlungen. Meinen Sie, dass sie unter Verdacht steht? Man könnte es so ausdrücken. Ach was, das ist doch lächerlich. Was fällt der Polizei bloß ein? Wenn sie jemanden umgebracht hat, dann sitzt sie doch nicht einfach rum und wartet, bis sie verhaftet wird. Das sehe ich auch so, aber bisher ist noch niemandem eine bessere Erklärung eingefallen. Die können Sie von mir bekommen, Kate. Er hat sowohl Reynolds als auch Anderson getötet. Eigenhändig? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Mann, der so reich ist, muss nicht selbst jemanden ermorden. Das macht ein anderer für ihn. Genau. Aber ich glaube nicht, dass es Mrs. Gale war. Welchen Nutzen hätte sie? Brigadier, ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass die 20% Aktien, die Mrs. Gale besitzt, vielleicht dieser Kate finanziert hat? Aber natürlich, gar keine Frage. Das habe ich zuerst auch geglaubt. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Nur weil sie eine attraktive Frau ist? Ach, Frauen führen mich nicht mehr so einfach hinters Licht. Es ist sowieso egal. Welche Taktik Kate auch benutzt, die Firma wird er nicht bekommen. Seien wir doch mal realistisch. Ich weiß nicht, wie wir es verhindern könnten. Es gab nur die Hoffnung, das alles durchzustehen, als Sie die Aktienmehrheit hielten. Sie, Brigadier, Mr. Reynolds und Mr. Anderson. Und da beide tot sind, können uns die anderen Aktionäre jederzeit überstimmen. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie falsch liegen. Das verstehe ich nicht. Gestern wurde Mr. Andersons Testament verlesen. Er hat seine gesamten Aktien seiner Witwe vermacht. Ich habe sie heute gekauft, bevor der Markt eröffnet wurde. Sehr gut. Aber was ist mit den Aktien von Reynolds? Ich habe eine erste Kaufoption. Dann ist ja alles wieder beim Alten. Wir haben nicht einen unserer Anteile verloren. Kate müsste auch mich beseitigen, wenn er die Firma will. Damit bringen Sie sich in eine gefährliche Position. Oh, ich wüsste mich zu wehren. Von der Firma Anderson hergestellt werden. Aber Sie können sie nicht genauer identifizieren. Es gibt keine besonderen Herstellungsmerkmale. Woher haben Sie die Fotos? Von Mittelsmännern. Es sind bereits Waffen im Schwarzmarktwert von einer 250.000 verschoben worden. Jetzt kommen Sie. Und es gibt noch keinen Hinweis darauf, wer sie verschifft? Was ist mit Andersons Büchern? Ich habe jede Seite geprüft. Jede Waffe, die sie produzieren, geht ans Kriegsministerium und ist nummeriert auf dem Papier. Andererseits haben sie letztes Jahr einen Verlust eingefahren und es ist möglich, dass Lieferungen irgendwo unterwegs verschwunden sind. Aber mir ist immer noch nicht klar, welche Rolle Kate spielt. Mir auch noch nicht. Aber er profitiert von dem Mord an Reynolds und Anderson. Und Sie sind ja die Hauptverdächtige im Fall Reynolds. Sie haben mich da reingeritten. Holen Sie mich wieder raus. Sie müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, ist der Ihnen schon mal untergekommen? Ja, er war auf der Versammlung der Aktionäre. Ich glaube, wo Sie hingehen, geht er auch hin. Die Versammlung der Aktionäre, die Börse. Ich bin ganz erstaunt, dass er nicht hier ist. Er ist heute Morgen um Ihre Wohnung gestrichen. Der Fensterputzer hat ihn verjagt. Das verstehe ich nicht. Mein Fensterputzer kommt heute gar nicht. Der Fensterputzer war ein anderer, nämlich ich. Und ich habe auch das Foto gemacht. Ich war doch nur da, falls die Polizei Sie besucht. Und dem war so. Ich sagte, Sie wären auf der Isle of Wight, damit Sie niemand belästigt. Haben Sie sich sonst noch um irgendwelche privaten Angelegenheiten gekümmert? Ja. Ein Mann namens Young hat angerufen, er hätte Sie im Büro so vermisst. Er wollte Sie um 8 auf einen Drink einladen. Anscheinend besitzt er ein Hausboot. Ja, auf der Themse sind nur 500 Meter bis zum Andersonberg. Ich frage mich, was er dort vorhat. Himmel, es ist schon spät. Ich muss ja noch diese 3 Briefe schreiben. Das kann doch bis morgen früh warten. Kann es nicht. Ich hätte sie schon im Büro schreiben müssen. Hier ist es doch viel gemütlicher, oder nicht? Das stimmt. Aber ich muss trotzdem gehen. Wieso? Gehen Sie heute Abend wieder mit Ihrem Freund aus? Ja, Sie haben richtig geraten. Er hat heute dienstfrei. Dienstfrei? Was macht er denn? Mein Freund ist Polizist. Ach, Jean, Sie hätten etwas Besseres verdient. Finger weg. Was ist, wenn Ihre Frau auftaucht? Aber sie wird bestimmt erst in einer Stunde hier auftauchen. Ich habe Sie gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Jean, was hast du denn plötzlich? Es gefällt dir und das weißt du. Aufhören, sonst schreie ich so laut, bis die Polizei kommt. Ach, das würdest du nicht glauben. Glauben Sie? Und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg. Ich will hier sofort raus. Es müssen noch Briefe abgetippt werden. Die schreibe ich im Büro. Na gut. Ich werde Sie noch ein Stück begleiten. Ganz wie Sie wollen. Aber beim nächsten Versuch schreie ich noch viel lauter. Keine Bange, ich tue Ihnen nichts. Und, was nun? Sie gehen vor, damit Sie sich nicht wieder vergreifen. So spät noch bei der Arbeit, Brigadier. Wer sind Sie? Kate! Sie besitzen die Frechheit, hier aufzutauchen? Wieso? Ich bin doch Aktionär.
Das gibt Ihnen nicht das Recht, mein Büro zu betreten. Schon gut, Brigadier. Jetzt lassen Sie mal das Geschrei, das beeindruckt mich was nicht. Was wollen Sie hier? Gelegentlich sehe ich mir Firmen an, die mich interessieren. Und was haben Sie jetzt vor? Normalerweise hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, aber diese Firma wird zu einem Problem. Wie schön, das zu hören. Wir setzen uns zusammen und versuchen, die Probleme zu lösen. Ich diskutiere nicht mit einem Mörder. Warum wurden Sie aus der Armee entlassen? Paranoia? Halten Sie das! Lassen Sie das, Brigadier! Benehmen Sie sich nicht wie ein Pfadfinder, sondern wie ein erwachsener Mann. Na schön. Sie müssten doch bald in Pension gehen. Damit warte ich wohl noch etwas. Weil es Ihnen dafür noch an Geld fehlt? Ich habe Mittel, um Ihnen den Kuh zu verderben. Ach, die Aktien von Andersons Witwe. Wollen Sie mir erzählen, es war Ihr Geld? Die haben Sie doch mit einem Scheck der Firma bezahlt. Mit Ihrem Geld hätten Sie das bereits vor einer Woche getan und schon Gewinn gemacht. Aber lassen Sie mich endlich zur Sache kommen. Ich bin bereit, Ihre gesamten Aktien für je 43 Schilling zu kaufen. Und sobald diese Firma mir gehört, bin ich bereit, Ihnen eine Rente zu zahlen. 25.000 Pfund. Steuerfrei. Sie bieten mir also einen Handel an? Also, was halten Sie von Dorothy? Sie trägt einen schönen Mantel, er war sicher sehr teuer. Jede Frau sieht immer zuerst die Kleider. Der Mantel war ein Geschenk von Karl. Peinlich, nicht? Hat der Mann Geld? Es sieht zumindest so aus. Was tut er? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er handelt mit Antiquitäten. Er reist herum. Ich will Sie nicht mit privaten Problemen langweilen. Im Gegenteil, ich bin fasziniert. Wirklich? Das ist sehr nett von Ihnen, Cathy. Wissen Sie, dass ich Sie bewundere? Wieso? Sie sind in allem so kompetent. Sie sind die erste attraktive Frau, von der ich glaube, wir hätten etwas gemeinsam. So, das glauben Sie? Aber ja. Ja, das habe ich gleich bei unserem ersten Treffen gespürt. Was denn zum Beispiel? Also, ich... Die Anderson-Aktien? Wenn Sie es so nüchtern betrachten. So kommen wir doch schneller auf den Punkt, nicht wahr? Ich nehme an, das wollten Sie heute Abend mit mir erörtern. Ich muss zugeben, das war meine Absicht. Dann wollen wir das auch tun. Um mich kurz zu fassen, Sie sind in ziemlichen Schwierigkeiten. Bin ich das? Die Polizei glaubt, Sie hätten etwas mit Reynolds Tod zu tun. Und sie vermutet genau wie wir, dass Kate sie in diese missliche Lage gebracht hat. Sie glauben, ich bin die Nächste auf seiner Liste? Ja, ich denke, es ist seine Art, sie zu warnen, damit sie ihre Aktien verkaufen und aussteigen. Aber ist das nicht genau das, was Sie gerade vorhaben? Ich will Ihnen nur Schwierigkeiten ersparen. Oh, ich verstehe. Sie glauben, ich würde Ihrem Druck nachgeben und kaufen dann selbst meine Aktien? Wenn Sie jetzt verkaufen, stehen Sie doch nicht unter Druck. Ich fürchte, es gibt gleich noch ein Angebot. Sie kommen schnell zum Wesentlichen, was? Na gut, 45 Schilling die Aktie. Der Brigadier bot mir 45,6 und eine viel bessere Verführungsszene. Ich denke, ich kann den Brigadier überreden, 46 zu zahlen. Das würde Sie viel Geld kosten. Wir zahlen das aus unserem Fonds. Oh, aber wird das auch im Sinne von Miss Alice sein? Miss Alice hat keinerlei Einfluss. Sie ist doch Prokuristin. Weil sie so fleißig ist. Sie ist erst ein Jahr hier. Ach ja, das habe ich gehört. Was hat sie vorher gemacht? Sie hatte die gleiche Position bei einer Firma in der Schweiz. Aber wieder zu meinem Angebot, Cathy. Was halten Sie davon? Ich meine, wenn ich noch etwas länger warte, erhöht bestimmt jemand auf 3 Pfund. Wenn Sie zu lange warten, wird Ihnen jemand eine Kugel in den Kopf jagen. Entschuldigen Sie das Telefon. Und wo waren Sie, als Sie den Schuss gehört haben? Ich war auf der Damentoilette. Und wie lange brauchten Sie von dort bis in diesen Raum? Ungefähr 2 Minuten. Sie kamen rein? Und abgesehen von dem Toten war niemand hier? Nein. Na gut, das wäre für den Moment alles. Danke, Miss. So, wieder zurück von der Isle of Wight, Mrs. Gale. Würden Sie uns das nächste Mal Bescheid geben, wenn Sie wieder verreisen? Und ab wann kann ich mich frei bewegen? Wenn unsere Ermittlungen abgeschlossen sind. Vielen Dank, Miss. Wie geht es Ihnen im Moment? Ganz furchtbar. Ich habe kein Auge zugetan. Weiß es Miss Alice schon? Ja, Mr. Young spricht gerade mit ihr. Armer alter Mann. Ich kann es nicht fassen. Wer bringt so jemanden um? Ach, Jean, wenn die Polizei Sie nicht mehr braucht, können Sie nach Hause gehen. Sie sollten sich lieber ausruhen. Vielen Dank, Miss Alice. Aber soll ich nicht die heutige Aktionärssitzung vorbereiten? Nein, ich besorge eine Aushilfe. Gut, dann bis morgen. In Ordnung. Ich habe die Aktionärssitzung heute Nachmittag doch glatt vergessen. Sie wissen doch, dass wir sie um eine Woche vertagt haben. Können wir die denn nicht verschieben? Niemand kann erwarten, dass wir unter diesen Umständen eine Sitzung abhalten. Nein, sonst würden wir womöglich Aktionäre verlieren. Ich weiß nicht, was wir ihnen erzählen sollen. Genau das, was passiert ist. Und dass wir glauben, dass Mr. Kate sich die Firma einverleiben will.
Das sind wir unseren Aktionären wohl schuldig. Ja, da haben Sie recht. Aber haben wir ohne den Brigadier genügend Aktionäre mit Stimmrecht? Aber die Aktien vom Brigadier besitzen wir noch. Es hat sich nichts geändert. Mrs. Gales Aktienpaket von 20% wird entscheiden, ob wir die Firma behalten oder verlieren. Ich bin überzeugt, dass Cassie das klar ist. Ja, natürlich. Und ich bin sicher, das ist auch Kate klar. Hallo? Ja, das ist es. Ja, das wäre möglich, Mr. Kate. Wann? In Ordnung. Wiederhören. Ich soll zu ihm kommen. Das werden Sie doch nicht tun. Warum nicht? Er wird mit Ihnen einen Deal aushandeln. Ich könnte mir vorstellen, dass er das vorhat. Hallo. Was passiert denn mit den Aktien von Anderson? Seit Börsenschluss gestern sind sie um 3 Schilling gefallen. Was? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Ja. Ja, schon klar. Hoffen wir nur, dass jemand panikartig seine Aktien veräußert. Und wenn das geschieht, dann greifen Sie sofort zu. Aber natürlich kaufen wir alles, was wir kriegen können. Mrs. Gale ist da, Sir. Sie soll raufkommen. Sie ist schon unterwegs. Da sind Sie ja schon. Ich will jetzt nicht gestört werden. Setzen Sie sich. Sehen Sie sich das an. Also, was halten Sie davon? Die Anderson-Aktien scheinen richtig abgestürzt zu sein. Sie scheinen nicht nur. Sie sitzen im Vorstand. Haben Sie eine Ahnung, warum? Ich könnte nur raten. Raten Sie. Nun, Ihr Übernahmeversuch scheitert und die Aktie fällt auf Ihren Normalwert. Warum sollte mein Übernahmeversuch scheitern? Sagen Sie es mir, Sie kennen die Börse besser als ich. Seitdem ich biete, sind 3 Direktoren von Anderson gestorben. Und jetzt denkt die Börse, ich würde mich lieber zurückziehen, als mich schlechter Publicity auszusetzen. Tun Sie das? Nein, da liegt die Börse falsch. Ich bemühe mich weiterhin um Anderson. Und weil der Kurs dieser Aktien gefallen ist, bekomme ich sie billiger. Die schlechte Publicity berührt Sie also nicht? Nicht im geringsten, selbst wenn der Rest von Ihnen das Zeitliche segnen würde. Es würde nicht den kleinsten Unterschied machen. Sie wollen mich wohl mit Ihrer Skrupellosigkeit beeindrucken. Mrs. Gale, Sie machen mir Spaß. Sie sprechen von Moral. Es soll mir plötzlich leid tun, dass man 3 Männer das Hirn weggeschossen hat. 3 Männer, die ihr Leben damit verbracht haben, Waffen zu produzieren. Und damit sehr bequem gelebt haben. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, Ihre Vorstandskollegen haben diesen Tod verdient. Ich bin überrascht, dass Sie Ideale haben. Ich kann mir Ideale leisten, aber ich bin auch Realist. Und Sie hoffentlich auch. Die Anderson-Aktie ist auf 35,6 gefallen. Seitdem wir uns hier unterhalten, haben Ihre Aktien über 2.500 Pfund an Wert verloren. Sie sagten doch neulich, Sie wären eine Spekulantin. Eine kluge Spekulantin würde verkaufen, bevor der Kurs noch weiter abstürzt. Haben Sie mich deswegen hergebeten? Ich biete Ihnen den Schlusspreis von gestern Abend. Kompliment, das war den Versuch wert. Zuerst Anderson, dann Williamson, dann Reynolds und nun ich. Wie meinen Sie das? Sie haben versucht, den Anteil von jedem Direktor zu kaufen. Allerdings hatten alle 3 das abgelehnt. Abgelehnt? Wer sagt das? Davon bin ich ausgegangen. Sie konnten mein Angebot nicht ablehnen. Ich habe Ihnen 25.000 über dem Wert angeboten, wenn Sie an mich verkaufen. Jeder von Ihnen fand das Angebot zu gut, um es ablehnen zu können. Warum haben Sie Anderson dann nicht schon vor Tagen übernommen? Weil alle kurz nach Ihrer Zusage nicht mehr gelebt haben. Sie konnten nicht mal mehr Ihren Broker anrufen. Und der Brigadier lebte wohl nur noch 10 Minuten, nachdem ich weg war. Wer ihn erschossen hat, muss ihm sehr nahe gestanden haben, und zwar wortwörtlich. Sagen Sie, Mr. Kate, was machen Sie zuerst, wenn Sie eine Firma übernehmen? Zuerst feuere ich den Vorstand. Und dann? Dann entlasse ich sämtliche Abteilungsleiter und lasse die Bücher genau prüfen. Also dann würden Sie jede kleine Unregelmäßigkeit in der Firma herausfinden? Ja, selbst wenn noch nur ein Penny fehlt. Wie viel bieten Sie mir für meine Aktien? 43 Schilling pro Anteil. Verkaufe ich Ihnen meine 20%, besitzen Sie mit den 40%, die Sie schon haben, die Mehrheit der Stimmen. Und mir gehört Anderson. Und das ist mehr wert als 43 Schilling. 43,3. 43,6. Gut. Ach, nur noch eins. Lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie Ihren Broker erreichen. Darf ich telefonieren? Bitte bedienen Sie sich. Ich gehe schnell duschen. Wir haben bei 33,5 gekauft. Es sind 11 Schilling Gewinn pro Aktie. 20.000 Aktien, 29 mal 11, das macht 319. Hey, das sind 6.000 Pfund. Ja, da kommt doch Freude auf. Aber nun zu Anderson. Ich weiß von meinem Kontaktmann in Tanger, dass eine Schmugglerbande für ein paar Tagen eine ziemlich große Waffenlieferung bestellt hat. Das heißt, es wird alles sehr schnell gehen. Besonders, wenn die Übernahme durch Kate bekannt wird.
Noch was, konnten Sie was über unseren Freund Karl rausfinden? Ja, er steht in Frankreich wegen des gleichen Delikts ganz oben auf der Fahndungsliste. Außerdem ist er ein Killer, also gehen Sie ihm lieber aus dem Weg. Ich werd's versuchen. Ist Mr. Young noch nicht da? Nein, noch nicht. Er muss heute Nachmittag eine Lieferung beaufsichtigen, aber er muss jeden Moment kommen. Ach so. Wie ist es mit Kate gelaufen? Es war sehr interessant. Es ist beinahe drei. Ich glaube, wir sollten anfangen. Ganz wie Sie meinen. Noch einmal von vorn. Also, wo stehen nun die Aktiva und wo die Passiva? Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie Sie sicher wissen, ist seit unserem letzten Treffen sehr viel geschehen. Im Laufe dieser Sitzung werde ich mich näher zu den Geschehnissen äußern und was unserer Meinung nach der Grund dafür ist. Wollen Sie uns zuerst Ihren Bericht vorlegen? Ja, ich denke schon. Haben Sie etwas gehört? In diesem Fall beginnen wir mit Punkt 2. Das ist in Ordnung. Es steht alles zur Abholung bereit. Ich bin gespannt, was Mrs. Gale zu berichten hat. Das hier ist doch eine seriöse Firma. Wie Sie sich erinnern, haben Sie unser neues Vorstandsmitglied Mrs. Gale angewiesen, sich ein Bild davon zu machen, wie diese Firma Ihrer Einschätzung nach geführt wird. Ich bitte Mrs. Gale, Ihren Bericht vorzutragen. Ich fürchte, mein Bericht wird sehr kurz ausfallen. Nach allem, was vorgefallen ist, glaube ich, dass dieser Firma und Ihnen am besten damit gedient ist, wenn sie in neue Hände kommt. Was wollen Sie damit sagen? Sie hat ihre Anteile verkauft. Ist das wirklich wahr, Cassie? Ja, das stimmt. Vor einer Stunde habe ich das Aktienpaket von Mrs. Gale gekauft. Ich besitze jetzt 60% der normalen und 21% der Vorzugsaktien. Somit bin ich Hauptaktionär der Firma. Ich protestiere. Die Information wurde den übrigen Direktoren absichtlich vorenthalten. Aber was wollen Sie dagegen unternehmen? Ich unterstreiche meinen Protest, indem ich meinen Rücktritt anbiete. Angenommen. Machen Sie es gut. Unternehmen Sie das Nötige. Die Sitzung ist geschlossen. Morgen werden Sie per Post über den Wert Ihrer neuen Kate-Aktien informiert. Guten Tag. Oh, Miss Dings. Alice. Ja, bevor auf Sie zurücktreten, brauche ich noch eine Aufstellung des gesamten Inventars bis zur letzten Büroklammer. Sie assistiert Ihnen. Ich will die Liste um 9 Uhr morgen früh. Ich muss zur nächsten Sitzung. Guten Tag. Damit hat ja wohl niemand gerechnet. Was meinen Sie? Werden die Aktien nun fallen? Steigen? Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. So, Miss Alice, dann wollen wir uns mal an die Arbeit begeben. Eine Inventur mitten in der Nacht? Ja, Mr. Kate will es so. Wie sollen wir das nur schaffen? Er besteht darauf, dass die Liste genau ist. So tut er das. Die paar Sachen in dem Board mehr ist ja nicht. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind die Regale voll. Oh, da ist ja doch was. Ah, ein Mark 6B. Und 4 Schuss Munition. Das lege ich lieber wieder zurück. In Ordnung, lassen Sie es liegen. Wir schließen dann nachher ab. Was soll ich nur meiner Frau erzählen, wenn ich nach Hause komme? Weißt du, Schatz, ich habe Inventur gemacht. Ja, ja, mitten in der Nacht. Denken Sie, das kauft sie mir ab. Sollen wir auch die Zielscheiben zählen? Mrs. Gale? Ja? Ich nehme an, Sie wissen, dass Sie uns ziemlich im Stich gelassen haben. Sie meinen, ich hätte Ihnen sagen sollen, dass ich an Kate verkaufe? Es wäre besser gewesen. Es wäre selbstmörderisch gewesen. Was soll das denn bedeuten? Kommt Ihnen das bekannt vor, Miss Alice? Nein, warum? Was ist das? Ein Taschentuch vom Brigadier. Was ist damit? Es ist voller Lippenstift. Und? Es ist Ihr Lippenstift. Sie konnten sich ihm als Einzige so nähern, dass Sie ihm die Pistole wegnehmen und ihn erschießen konnten. Genau wie bei Anderson. Auch er schöpfte keinen Verdacht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie es bei Reynolds war. Wahrscheinlich war er auf dem Weg zu den Zielscheiben, als Sie aufgetaucht sind. Sie müssen ihm leise gefolgt sein. Sie sind bestimmt eine ganz hervorragende Schützin. Das haben Sie von Karl gelernt, als Sie in der Schweiz lebten. Ich glaube, es ist alles gesagt. Karl wird Sie zu diesem Mord nicht beglückwünschen können. Denn er und Mrs. Young haben vor einer halben Stunde abgelegt. Sie fahren flussabwärts und sind auf dem Weg nach Nordafrika. Sie sind sogar Young unter einem falschen Vorwand losgeworden. Das glaube ich nicht. Karl würde mich nie zurücklassen. Warum nicht? Er hat bekommen, was er wollte. Und die Schmutzarbeit haben Sie für ihn übernommen. Nun zieht er weiter. Und Sie und Young dürfen seine Spuren verwischen. An dem Gewehr haben Sie nicht viel Freude, Miss Alice. Es sind nur Platzpatronen. Ich habe sie gegen die Scharfen ausgetauscht. Ich habe eine Fusion mit dieser Keksfabrik im Auge. Was? Ja, tun Sie, was Sie können. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Na, was meinen Sie? Das klingt sehr erfolgversprechend. Interessiert? Nein. Ah, da sind Sie ja. Hallo. Was für eine Überraschung. Ich glaube, dass Sie sich einen guten Broker ausgesucht haben.
Das hoffe ich doch. Hier, für Sie. Was ist das? Dafür habe ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen. So, wofür? Die Inventurliste von Anderson, die Sie wollten. Ach, die brauche ich nicht. Ich habe die Firma einem japanischen Syndikat verkauft. So ist das Leben. Aber was sollte denn die Inventur bis zur letzten Büroklammer? Ach, das sage ich immer, das macht Angst. Ist doch so. Was ich noch fragen wollte, fehlen Waffen? Die Hafenpolizei hat alle eingesammelt. Das klingt faszinierend. Mrs. Gale, warum essen wir nicht zusammen zum Mittag und Sie erzählen mir alles? Ja, lieben, gern. Es tut mir leid, aber Mrs. Gale ist mit mir zu Mittag. Wir müssen dringend Ihre Finanzen besprechen. Wir sind überhaupt nicht verabredet. Ich glaube, mit jemandem wie ihm sollte man sich lieber nicht einlassen. Man weiß doch nie, wie sowas enden kann. Dinner. Ich habe Tokio am Apparat. Oh. Willkommen bei Ein Mann vor Ort. Dabei wäre bei unserem heutigen Gast viele Orte zutreffender. Sein Name ist Colonel Vernon Wayne Gilley, dessen neuntes Buch Go Anywhere soeben erschienen ist. Viele von Ihnen kennen vielleicht seine früheren Bücher, denen manch ein Kritiker bescheinigt, sie seien eine sehr gelungene Mischung aus Reise und politischem Bericht. Und ihn selbst kennen Sie bestimmt auch schon aus Funk und Fernsehen. Wir freuen uns sehr, Colonel Wayne Gilley heute bei uns begrüßen zu dürfen. Einen veritablen Globetrotter. Und wir alle hoffen gespannt, dass er uns ein paar faszinierende Geschichten erzählen wird, die er von seinen Reisen rund um die Welt mitgebracht hat. Guten Abend, Colonel. Sagen Sie, Colonel, ist Ihnen von den vielen Orten in all den Ländern, die Sie bereist haben, ein Ort ganz besonders im Gedächtnis haften geblieben? Colonel? Er fällt tot vom Stuhl. Ein Hauch Bittermantel liegt in der Luft. Der nächste Morgen, Carnaby Street 143. Morgen, Gilmore. Tut mir leid, dass ich Sie aufscheuchen musste. Schon in Ordnung, Steed. Guten Morgen. Auf jeden Fall haben wir etwas für Sie. Ach ja? Ich weiß nicht, ob es Ihnen gefallen wird, aber das geht mich ja zum Glück nichts an. Sagen Sie einfach, er hatte einen Herzinfarkt. Das war's dann für mich. Und Sie widmen sich wichtigeren Dingen. So oft kommt es nicht vor, dass jemand vor laufender Kamera stirbt. Die Zuschauer kamen gestern richtig auf ihre Kosten. Und zwar mehr, als Sie denken. Er wurde ermordet. Sieh mal einer an. Auf welche Weise? Er wurde vergiftet. Womit? Cyankali. Cyankali? Gehen Sie rein zu ihm, Sie werden es bestimmt riechen. Wie hoch war die Dosis? Genug, um ein Pferd zu töten. Ein paar Pferde. Hoho. Haben Sie die Sendung gesehen? Ich? Sie kennen doch meine Arbeitszeiten. Stimmt auch wieder. Ich habe Sie verfolgt. Der Mann hat das Zeug geschluckt, nehme ich an. Ja, es war in seinem Magen. Ich weiß, was Sie denken. Cyankali wirkt ruckzuck. Wie konnte er das Zeug, wenn er immer im Bild war, nehmen? Richtig? Richtig. Ich zeig's Ihnen. Wenn ich nicht selbst aus seinem Magen gefischt hätte, würde ich es wahrscheinlich kaum glauben. Hier.
Ja, er hat Pillen gegen irgendeine Allergie genommen. Auf jeden Fall war er gegen diese Kapsel allergisch. Ich nehme sie mal auseinander. Dieses kleine Ding da ist ein Urmechanismus. Ich weiß noch nicht genau, wie man ihn aufzieht oder gar stellt, aber es ist einer. Mit Rubinsteinen. Das ist ein präziser Mechanismus. Und er war in Wayne Gillies Magen? Ja, genau in zwei Hälften. Ich habe ihn wieder zusammengesetzt. Durch einen Fiedermechanismus wurde die Kapsel gesprengt. Und der wurde so eingestellt, dass er gestern exakt um 8:30 losging? Nehme ich an, ja. Sie haben Cyanidspuren gefunden? Natürlich. Ja, verstehe. Also kann er diese Kapsel irgendwann am Tag anstatt der richtigen eingenommen haben. Und um 8:30, peng, eine Ladung Cyankali, die ein Regiment umlegen würde. Schöner Mord, hm? Vor Millionen von Augenzeugen. Eins wäre da noch. Was denn? Wie konnte der Mörder sicherstellen? Wie hat er es hinbekommen, dass Wayne Gilly diese Kapsel einnahm? Das ist Ihr Problem. Ja, da haben Sie recht. Das ist dann wohl mein Problem. Nein, hören Sie, das ist verbindlich. Also nochmal, Todesursache, Herzinfarkt. Na schön, ihm gegenüber auch Lungenembolie ist kein Problem. Was? Nein, zum Glück führt einer unserer Männer die Autopsie durch. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Sir. Also, wie viele davon gibt es? 24. Einer hat er geschluckt. Alle mit diesem Mechanismus? Jeder einzelne. Er hätte jede davon schlucken können. Völlig egal welche. Alle 24 waren in der Flasche. Und sie waren alle auf gestern Abend 8:30 eingestellt? Exakt. Hm. Und dass wir sie finden, war ihm egal. Die eine hätten wir bei der Autopsie sowieso gefunden, also kam es auf ein paar mehr wohl nicht an. Aber das geht ganz schön ins Geld. Was mag so ein Ding kosten? Ich schätze 40, 50 Pfund als Spezialanfertigung. Aus der Schweiz vermutlich. 1200 Pfund für 2 Dutzend? Gewaltige Kosten. Nicht wirklich, nicht für ihn. Ihn? Was heißt ihr ihn? Haben Sie neuerdings hellseherische Fähigkeiten, Steed? Nicht mehr als Sie. Sie haben seine Akte auf dem Tisch. Hm. Schön, sehen wir mal rein. Olaf Pomeroy, alias Jules-Edouard Bear, alias... Edward Spearman. Und noch ein paar, von denen wir nichts wissen. Mr. Teddy Bear. Mr. Teddy Bear. Also, was wissen wir von ihm? Geburtsort? Da wird schon schwierig. Sardinien. Ja, womöglich. Sicher ist, dass er im Zweiten Weltkrieg im Widerstand war, in Griechenland und dann in Italien. Zu der Zeit war er auch schon auf Exekutionen spezialisiert. Herr General Granz hat wie sein Führer gern wild gestikuliert, wenn er Reden geschwungen hat. Seine letzte Rede hielt er Mai 43 in Italien. Dabei schnappte er sich das Mikrofon, um ein paar Punkten Nachdruck zu verleihen. Unglücklicherweise stand das Mikrofon unter Strom, etwa 3000 Volt. Nein. General Freiberg vergaß beim Öffnen seines Safes Mindel. Ach, das war der Bursche mit dem Faible für Souvenirs. Er hatte eine amerikanische Handgranate als Tischfeuerzeug. Damit wollte er sich eines Abends eine Zigarre anzünden. Doch jemand hatte es mit einer echten Granate vertauscht. Nach dem Krieg verliert sich seine Spur für ein paar Jahre. Mr. Teddybär, was verlangt er heutzutage? Nun, so viel wir wissen, 100.000 Pfund pro Auftrag. Dafür kriegen Sie einen lautlos ausgeführten Mord oder eine öffentliche Hinrichtung wie gestern, je nach Gusto. Bei Wayne Gilly war es natürlich seit langem abzusehen. Er war Doppelagent für etliche Länder. Mich wundert es, dass es ihn erst jetzt erwischt hat. Doppelagenten haben durchaus ihren Nutzen. Doch nun zu Mr. Teddybär. Was gibt seine Akte denn her? Ich frage mich, wem er da wohl gerade einen Streich gespielt hat. Wie auch immer, Steed, schnappen Sie ihn. Präziser kann ich nicht werden. Hat doch was, mal wieder gegen einen Profi anzutreten. Na dann halten Sie mich auf dem Laufenden. Das wär's. Oh ja, Sie hören von mir. Tea Time in Steeds schnuckeligem Apartment. Bam, 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 bam. Sind Sie als Köder attraktiv genug? Wieso? Mein Stammbaum ist ihm egal. Ihm geht es nur ums Geld. Bam, bam, bam. Oh. Wir haben schon das Gerücht gestreut, dass Sie einen Auftragskiller suchen. Wenn Sie soweit sind, legen wir los. Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie würden nie damit aufhören. Tut mir leid, die Hausaufgaben warten. Sie glauben doch nicht, wir lassen Sie auf Mr. Teddybär ganz allein los. Auch wenn es Sie sehr reizt. Ich dachte, es wäre so einfach, wie ein Taxi zu rufen. Als wen soll ich mich ausgeben? Das sind Ihre Hausaufgaben. Nehmen Sie Ihre 7 Sachen und los geht's. Wir haben einen langen Abend vor uns. Nach Ihnen, Werteste. Also, George, wir können. Geht los. Fein, das ist Bridges, Jeffrey Bridges. Er ist Ihr direkter Vorgesetzter. So kann ich nichts sehen. Oh, pardon. Nochmal Bridges. 1,78 groß, 80 Kilo schwer. Er hat einen kleinen Essfehler, Sie können es sich anhören. Er ist schon jahrelang dabei, mein lieber Freund. Was soll das Gerede über unergiebige Informationen? Ach, und noch etwas. Er wird Ihre Legende bestätigen. Hören Sie gut hin. Er ist schon jahrelang dabei, mein lieber Freund.
Was soll das Gerede über unergiebige Informationen? Ach, und noch etwas. In Ordnung. Bridges, wer noch? Slevermann, Ihr Kontakt in Brüssel. Import-Export, Drogen, Diamanten, Frauen. Sieht äußerst unsympathisch aus. Eigentlich heißt er Detective Sergeant Cook, arbeitet für uns. Verheiratet, drei Kinder, der äußere Eindruck kann täuschen, meine Beste. Na schön, Slevermann, Brüssel ist gut. Slevermann arrangiert das Finanzielle, die Bezahlung für den Job. Vor oder nach Ihrem Tod? Keine Ahnung, ich glaube, normalerweise verlangt Mr. Teddybear 20.000 Vorschuss für anfallende Spesen und den Rest nach Lieferung. Oh, ein Gentleman. Hat mal jemand versucht, ihn reinzulegen? Ja, einmal. Sie haben dessen Leiche von einem Hubschrauber aus direkt über dem Gelände der Handelsmesse in Zagreb abgeworfen, am Tag der Eröffnung. War nicht gerade appetitlich. So viel wir wissen, haben danach alle seine Kunden bezahlt wie Gentlemen. Ja, so lassen Sie mal hören. Ich benutze meinen Namen, mein Alter und meine Vita von bis vor 2 Jahren. Seitdem arbeite ich für ein europäisches Syndikat, genannt Silverfish. Es handelt vor allem mit Uhren und operiert von Bern, Stuttgart und Turin aus. Ich habe Bargeldgeschäfte getätigt, Transaktionen von insgesamt 2,5 Millionen Pfund. Zuletzt ein Waffengeschäft, finanziert von Slevermann in Brüssel. Ihr Pass und Visa, die alles genau belegen. Danke. Seit 4 Monaten bin ich in England tätig, in der Sache Ermordung von John Steed. Der Grund? Der Grund? Den kenne ich nicht. In meinem Geschäft genügt der Auftrag. Ganz recht. Und vergessen Sie nicht, wann immer möglich die Wahrheit sagen. Natürlich. Unser Mr. Teddybear hat Sie garantiert schon im Auge. Er weiß bestimmt, dass Sie mich in letzter Zeit des Öfteren treffen. Also geben Sie es ruhig zu, das macht gar nichts. In Ordnung. Ach, und verzichten Sie auf verrückte Ideen. Wenn wir glauben, wir kriegen Mr. Teddybear gleich bei Ihrem ersten Treffen mit ihm, sind wir mit der Infanterie zur Stelle. Aber er ist ein Profi, von der Sohle bis zu seinen flauschigen Ohren. Also vergessen Sie es getrost, einen Revolver in Ihrem Strumpfband zu verstecken, meine kleine Draufgängerin. Ich weiß nicht, ob Sie recht haben. Wäre es nicht besser, gleich zuzuschlagen, bevor er Zeit hat? Nein, wäre es nicht. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Vielleicht gibt es keine zweite Chance. Oh doch, die wird es geben. Und wenn nicht, ist es Ihre Beerdigungsdeed. Auftragsdienst, guten Tag. Für wen möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Für Jeffrey Bridges, bitte. Einen Augenblick. Nennen Sie mir bitte die Nachricht. Würden Sie ihm mitteilen, ich hätte heute Abend ein Treffen. Und zwar an einem Ort namens Mantle's Hold in der Nähe von Barton. Mantle's Hold. In Ordnung? Und mit wem spreche ich? Kathy. Vielen Dank. Ja, Mantle's Hold. Ja, Sir. Scheint ein großes Anwesen zu sein. Moment. Mitten in einem Moorgebiet, das nächste Dorf ist Barton. Und das sollten mit dem Auto ungefähr 40 Minuten sein. Das Anwesen sieht beängstigend aus. Die Tür steht offen. Sie tritt ein und durchsucht jedes Zimmer. Plötzlich hört sie eine mysteriöse Stimme. Setzen Sie sich. Auf den Stuhl. Ich habe Sie hoffentlich nicht erschreckt, Mrs. Gale. Verzeihen Sie meinen Sinn für Humor. Ich kann es einfach nicht lassen. Wo sind Sie? Ich bin genau hier. Sie können mich nicht sehen, aber ich Sie. Werfen Sie mal einen Blick nach links oben. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Nein? Na schön. Kommen wir zum Geschäftlichen. Nun seien Sie doch nicht so nervös. Es ist unerfreulich, mit nervösen Kunden zu verhandeln, besonders wenn Sie so charmant sind wie Sie. Danke. Schon viel besser. Ich habe Ihre Referenzen geprüft und finde sie in jeder Hinsicht zufriedenstellend. Sie möchten also, dass John Steed stirbt? Ganz genau. Ein persönliches Motiv? In keiner Weise. Ich muss Sie das fragen, weil Sie ihn in letzter Zeit des Öfteren getroffen haben. So ist es. Wir haben versucht, uns mit ihm zu einigen. Und weil das misslang, muss er sterben? Ja. Öffentlich oder nicht? Das ist nebensächlich. Wie hoch ist das Honorar für Ihre Dienste? 200.000. Das ist zu hoch. Ich bin davon ausgegangen... Da es sich um Mr. Steed handelt, erhöht sich mein Preis in diesem Fall. Verstehe. Wie wünschen Sie die Bezahlung? In Diamanten, bitte. Sobald der Tod bewiesen ist. Und Sie müssen eine Vorauszahlung leisten. Sofort. Wie viel? Wenn Sie Ihre Halskette mit dem Anhänger auf den Tisch legen würden, wäre ich damit zufrieden. Da ich annehme, dass Sie schnellstmöglich nach London zurück wollen, möchte ich Sie nicht länger aufhalten. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mrs. Gale. Mrs. Gale. Ja? Sie werden mich wiedersehen. Nicht in dieser Form, aber Sie werden mich wiedersehen. In ungefähr 5 Tagen. Halten Sie dann das restliche Honorar bereit? Natürlich. Dann gute Nacht.
Der freche Fuchs ärgerte den schlafenden Hund. Der freche Fuchs ärgerte den schlafenden Schon Hund. Schon eher, aber noch nicht ganz. Nun, ich könnte die höheren Frequenzen noch ein bisschen... Gar nicht so einfach, da einen Akzent rauszuhören, vorausgesetzt, dass er überhaupt einen hat. Ich glaube, er hatte keinen. Es war alles ziemlich grotesk. Zuerst habe ich gar nicht begriffen, dass er durch den Plüschbären zu mir gesprochen hat. Hat er etwas von einer Anzahlung gesagt? Nein, er wollte nur meinen Diamantanhänger. Diamanten? Also, da Sie ihn nicht gesehen haben, vermute ich, er war nicht einmal im Haus. Er sprach durch den Plüschbären zu Ihnen und hat Sie mit einer Fernüberwachungskamera beobachtet. Sie haben nicht seine wahre Stimme gehört, es muss ein Tonbandgerät gewesen sein. Und auf dem Zigarettenetui sind vielleicht Fingerabdrücke oder vielleicht auch nicht, die vielleicht von ihm stammen oder auch nicht. Sie hätten das alles anders gemacht oder besser. Wahrscheinlich, aber wir haben ja noch Henry. Den Motorradfahrer, den Sie erwähnt haben? Ja, ich muss noch mit ihm reden. Hallo, hallo? Ach ja, Fingerabdrücke. Alles klar. Was ist? Fingerabdrücke. Auf dem Zigarettenetui. Ja und? Reden Sie schon. Die Abdrücke sind nach vorläufiger Einschätzung des Labors von einem ausgewachsenen Schimpansen. Hier, Henry. Und nun nicht so schüchtern. Ich weiß nicht, wer Sie sind und ich habe Ihnen nichts zu sagen. Natürlich nicht, Henry. Ich bin nur etwas spazieren gefahren, das ist alles. Geht nichts über den Fahrtwind im Gesicht. Ja, Sie sagen es, Sir. Schon gut, es reicht. Jedem sein Vergnügen. Sie haben den Motorradführerschein gerade erst gemacht. Ich hoffe, Sie hatten die Anfängerplakette dabei. Sehr lustig, haha. Sind Sie nicht ein bisschen zu alt für einen Motorradhelden? Sie haben jahrelang als Fernfahrer gearbeitet, aber es ist wohl etwas schwierig, jemanden mit einem Lastwagen zu verfolgen. Jemanden verfolgen? Blödsinn. Aber dann hatten Sie eine kleine Panne, das Zündkabel war lose. Hoffentlich haben Sie es gleich gemerkt und nicht minutenlang den Kickstarter gequält. Woher wissen Sie das? Ihr Hobby ist Motorradfahren, Dinge rauszufinden ist meins. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Leute gern mal mit Ihnen reden würden über... Hey, du hast ja mein Fleckchen. Über Drogen, Geldwäsche, Einbrüche, Betrug, Besitz von gefährlichen Waffen und damit meine ich nicht Ihr Motorrad, Henry. Aber damit sollen sich andere rumschlagen, falls die Lust haben, mit Ihnen zu reden. Ich möchte mit Ihnen nur über eines sprechen, und zwar über Teddybären. Worüber? Was soll das denn, Mann? Teddybären, noch ein Hobby von mir, die sammle ich und einer aus meiner Sammlung fehlt. Können Sie mir folgen, Keine Henry? Keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Gut. Dann können Sie jetzt gehen. Im Ernst? Da Sie mir nun mal nicht helfen können, ja. Nichts für ungut. Ich krieg Sie ran, Mister, wie auch immer. Steve, John Steve. Wegen Freiheitsberaubung. Hier können Sie oder Ihr Anwalt mich aufsuchen, aber kommen Sie lieber persönlich. Ja klar, und wieso sollte Weil ich? Es für Sie da draußen ungemütlich sein wird, sehr ungemütlich. Ja, wirklich, ich bin Ihnen kein Bären auf und wenn es Ihnen zu ungemütlich wird, kommen Sie vorbei. Und Henry? Was ist? Lassen Sie sich nicht vom Bären fressen. Die Firma Barford Heinz und Partner ist nirgendwo verzeichnet. Das Geld für die Miete wurde bar bezahlt und die Mietzeit endet in 5,5 Monaten. Es gab viele Spuren, aber keine verwertbaren Fuß- oder Fingerabdrücke. Aber wir sind sicher. Versuchen wir mal den hier. Vorzüglich, umwerfend. Was konnte Henry zum Thema Mr. Teddybear beitragen? Bis jetzt noch nichts, aber er kommt wieder. Etwas dürftig. Ich konnte ihn leider nicht verhaften lassen, aber der Junge hat Angst. Ich frag mich, für wen Henry arbeitet. Vielleicht für jemanden, der rauskriegen will, wer unser Teddybär ist, um etwas Geld rauszuschlagen. Mit einer Kobra zu spielen wäre weniger gefährlich, aber das ist Henrys Sache. Meinen Sie, er ist nur ein Köder? Ach, dem würde ich keine Träne nachweinen. Nein, Sie nicht. Ich habe einen viel besseren Köder als Henry. So? Was wissen wir über Mr. Teddybär? Er ist ein mörderisch effizienter Tüftler. Bestimmt hat er Geld wie Heu. Es gibt noch was. Ja, richtig. Dieser sprechende Bärschnickschnack und der Einsatz von Kameras. Makabrer Sinn für Humor? Nein. Eitelkeit ist ein schwacher Punkt. Da können wir gezielt ansetzen. Wir müssen ihn persönlich herausfordern und dann locken wir ihn aus der Reserve. Nur so kriegen wir ihn. Woran hatten Sie gedacht? Oh, ja. Daran. Sie wollen eine Anzeige veröffentlichen? Irgendwie müssen wir ihn reizen. Wir haben nichts zu verlieren, sonst erwischt er mich noch und bleibt trotzdem weiter im Dunkeln. Und wir würden den besten Köder verschwenden. Ja, aber damit locken wir ihn ans Licht. Guten Abend, Mr. Steed. Freut mich, dass Sie kommen konnten. Nur nichts übereilen, Mr. Steed. Er war etwas übereifrig darin, mich kennenzulernen und zudem hat er sich von Ihnen erwischen lassen. Sie scheinen etwas gefunden zu haben, Mr. Steed. Darf ich es sehen? Nun ja, ein attraktiver Stein, aber leider ziemlich wertlos, für mich zumindest. Sie wollen schon gehen? Aber sicher doch nicht ohne Ihren Hut. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich Ihre Herausforderung angenommen habe? Ich weiß schon, warum.
Ach ja? Aber wussten Sie auch, dass Sie die Ehre haben, der Erste zu sein, den umzubringen, ich zweimal beauftragt wurde? Lass Sie nicht sagen. Erst von der Dame mit dem Diamantanhänger. Wie rührend. Und dann von dem Herrn, dem Sie den Anhänger gerade abnahmen. Ich kann seinen Auftraggeber natürlich nicht nennen, aber es ist kurios, nicht wahr? Ja, sehr. Ich wusste gar nicht, wie beliebt ich bin. Doch, leider schon. Deswegen war ich so neugierig darauf, Sie kennenzulernen, bevor Sie sterben. Was, nebenbei gesagt, in Kürze der Fall sein wird. Oh, aber natürlich nicht jetzt. Betrachten wir dies als eine Waffenruhe, einverstanden? Danke, sehen wir sie als beendet an. Wie Sie wünschen, Mr. Steve. Tut mir leid, dass wir nicht unter angenehmeren Umständen aufeinander trafen. Passen Sie auf sich auf, Mr. Steve. Sie sind so gut wie tot. Der Name des Toten, ich... Einen Moment, wie heißt der? Henry Farrow oder so. Der Mann nannte sich Henry Farrow und Steves Wagen ist... sprengstofffrei. Sie waren 10 Minuten nach Ihrem Anruf dort. Ergebnis? Ein Haufen feinster technischer Geräte und die Leiche von Henry Farrow. Sonst nichts. Die Jungs haben auch ihren Wagen untersucht. Keine Sprengladung. Ich sag doch, ein Gentleman. Lässt die Finger von einem Rolls. Sind meine Weste und meine Jacke sauber, George? Völlig sauber. Ja, keine Radioaktivität. Er prüft noch den Rest. Ich habe das Gefühl, Sie sind, viel vorsichtiger als sonst. Warum? Weil er teuflisch selbstbewusst ist. Die Zigaretten, George. Hier, Sir. Dankeschön. Sind Sie nervös? Nein. Ich schon. Hören Sie, der Teddy kommt aus einem Bau, so soll's sein. Irgendwann wird er sich mit seinem zwanghaften Sinn für Humor direkt ans Messer liefern. Und bis dahin gibt er so gut wie keine Informationen über sich preis. Doch Sie kennt er ganz genau und Mrs. Gale auch. Und wir verschwenden unsere Zeit damit, Ihr Auto und Ihre Kleidung nach Dynamit abzusuchen. Wenn Wayne Gilly seine Pillen untersucht hätte, hätte er das Interview überlebt. Mr. Teddybear tötet immer mit netten technischen Spielereien. Und es ist ein riesengroßer Vorteil, jemanden mit einer Sprengfalle umzubringen. Man muss nicht dabei sein, wenn sie losgeht. Und wenn es schief geht, neuer Versuch, neues Glück. Die Methode scheint Ihnen zu gefallen. Hä? Ich meine damit das da. Ach so, gefällt Ihnen also nicht, ne? Darum geht es nicht. Ich möchte nur wissen, was Ihr Motiv ist. Warum das Inserat? Ich weiß, wie er sich fühlt. Er ist schon genauso lange im Geschäft wie wir. Jeder andere Verbrecher hätte sich inzwischen gezeigt. Doch er nicht, er lacht sich nur ins Fäustchen. Das ist ein Zweikampf. Er oder ich. Vielen Dank, George. Gern, Sir. Mit anderen Worten, Sie sind persönlich involviert. Ja, so könnte man es nennen. Somit sind Sie befangen und das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Was das heißt, wissen Sie. Ich muss Sie aus dem Spiel nehmen. Ja, da haben Sie ganz recht. Bleiben Sie zu Hause, bis alles vorbei ist. Wenn Ihnen jemand ans Leder will, rufen Sie um Hilfe. Ansonsten würde ich einfach ein gutes Buch lesen. Oder auch zwei. Es ist jemand bei Ihnen, der alles überprüft hat, bisher nichts Ungewöhnliches entdeckt. Ach, Ihr Feuerzeug müssen wir allerdings behalten. Das werden wir uns genauer ansehen. Kommt ins Labor. Es wurde auch alles auf Bomben untersucht. Falls eine da ist, muss es sich um eine sehr ausgefeilte handeln. Wie Sie sehen, sind wir genauso vorsichtig wie Sie. Ja, und danke für den Bademantel, George. Bitte, Sir. Alles in Ordnung? Ja, alles sauber, Sir. Ich könnte nur die ein oder andere Tretmine übersehen. Ja, klar. Und wenn Sie was finden, Finger weg, wir kümmern uns drum. Danke, verbindlich. Und Ihr Hund ist ein Goldstück. Ja, das sagen Sie. Na, mein Mädchen, alles klar. Magst du ihn? Ich glaube, du hast einen neuen Freund. Hallo? Gute Nacht, Mr. Steed. Schlafen Sie gut. Guten Morgen, Mrs. Gale. Wie ich sehe, ist die Post gerade gekommen. Öffnen Sie sie. Ware geliefert wie besprochen. Sie schulden mir 198.000 Pfund. In Ordnung. Wie möchten Sie bezahlt werden? Ich bespreche das mit meiner Organisation. Ja, tun Sie das. Ich gehe davon aus, Ihre Organisation zahlt unverzüglich. Ich erwarte die offene Summe nicht vor heute Abend und nicht später als morgen Abend in Form von Industriediamanten. Haben Sie verstanden? Industriediamanten. Wie und wohin wünschen Sie die Lieferung? Sie werden abgeholt. Meine Vertrauensperson wird sich bei Ihnen melden. Befolgen Sie seine Anweisungen. Wie Sie wünschen. Danke, Mrs. Gale. Auftragsdienst, guten Tag. Eine Nachricht bitte für... Wieso sind Sie nicht tot? Oh, er weckt den Eindruck. Es ist aber ein sehr gelungenes Foto. Auf meinem letzten Passfoto sah ich aus, als hätte ich einen Kater, der für 3 Leute reicht. Aber das ist sehr gut getroffen. Was brauchen Sie?
Industriediamanten im Wert von 198.000 Pfund wären nicht schlecht. Wenn's weiter nichts ist, nicht rumliegen lassen. Lieber in den Safe damit. Na schön. Was jetzt? Wie läuft die Übergabe? Eine Vertrauensperson von ihm wird sie abholen. Ich erhalte Instruktionen. Abholen? Wann denn? Zwischen heute und morgen Abend. Haben Sie Termine? Ich möchte heute Nachmittag zu einem Vortrag im Institut. Den werden Sie verpassen. Die Konferenz in Paris ist nächste Woche. Ihr und Dr. Howell kommt noch. Wer ist das? Er ist ein Experte für Nordostafrika. Er möchte sich meine Holzmasken ansehen. Wie viele haben Sie denn? Ach, die da. Aber er kommt erst heute Abend. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Ja, ich treffe ihn oft auf Konferenzen. Er hält weltweit Vorträge. Jeder kennt ihn. Sonst noch was? Nein, das ist alles. Sie werden hierbleiben. Wenn jemand Kontakt mit Ihnen aufnimmt, melden Sie sich auf die übliche Weise. Wir kümmern uns. Ja, und Sie? Ich bin tot, schon vergessen. Was wollen Sie jetzt tun? Versuchen, Ihre Memoiren zu schreiben? Ach, eins noch. Was ist eigentlich passiert? Ist total verrückt. Ich erzähl's Ihnen irgendwann. Ach, übrigens, dass das Badezimmerfenster offen stand, war das Absicht? Ich glaube es nicht. Ist zu einfach. Warum nicht gleich das Fundbüro von Victoria Station für die Übergabe wählen? Nach meinen Informationen... Ihre Informationen sind mir egal. Allmählich habe ich die Nase voll. Wir hätten das mit dem Kerl von vornherein anders anpacken sollen. Und ich finde, wir sollten unseren Kurs beibehalten. Hören Sie zu, Steed. Gehen Sie nach Hause. Verstanden? Nach Hause? Da könnte es sehr gefährlich... Sie werden abtauchen. Wohin? Versuchen Sie, sich in den nächsten 24 Stunden nicht zum Narren zu machen. Dann sehen wir mal, wie wir aus dem Schlamassel rauskommen werden. Gut, ich gehe ein bisschen mit dem Hund spazieren. 110? Ja? Morgen um 4 Festival Hall. Ja, wir observieren dort. Was sonst? Ja, diese halte ich auch für echt. Ich würde sagen Benin. Die ist prächtig. Bei der anderen hier bin ich mir nicht sicher. Was ist Ihre Meinung? Die habe ich aus Kenia mitgebracht. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber keine Sorge, ich habe nichts dafür bezahlt. Es ist nicht so wichtig. Das finde ich gar nicht. Das ist sogar ein sehr gutes Beispiel. Wenn der Künstler, der diese Maske geschaffen hat, schon lange tot ist, ist sie vielleicht mehrere tausend Pfund wert. Und wenn die Maske erst kürzlich hergestellt wurde, gar nichts. Finden Sie als Anthropologin die Frage nicht interessant? Die Frage nach dem Wert? Ja, natürlich. Aber lassen wir das. Es freut mich, dass ich Sie ansehen durfte. Und ich habe sehr vieles gelernt. Ich fürchte, ich habe Ihnen genug Zeit gestohlen. Sie wollen gehen? Ja, mein Flugzeug startet morgen sehr früh. Sie waren schon sehr lange nicht mehr in London, Dr. Howell. Wo wohnen Sie? Im Voyagers Club, wie immer. Sie haben recht, ich bin nie länger als ein paar Tage am gleichen Ort. Die Strafe für die Profession, die ich wählte. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Ich habe hier etwas für Sie. Danke. Nein. Wunderschön. Wunderschön. Ach, und Sie wollen mir sicher auch etwas geben. Was ist denn plötzlich mit Ihnen? Das kann nicht wahr sein. Was ist denn los? Schlimme Nachrichten? Woher haben Sie das? Das hat mir jemand im Club gegeben. Soviel ich weiß, soll ich ein Päckchen für ihn mitbringen. Oder etwas in der Art. Es war eine freundliche Bitte. Darf ich? Ja. Wie es hier steht. Bitte geben Sie Dr. Howell das Päckchen für mich mit. Ich selbst schaffe es leider nicht. Edward B. Ja, also, was ist damit? Dr. Howell. Komisch ist nur der schwarze Rand. Als ob jemand gestorben wäre. Wer gab Ihnen die Nachricht? Wer ist es gewesen? Na, Bruin natürlich. Teddy Bruin. Im Club. Sie kennen ihn? Ja, natürlich. Ich spiele Bridge mit ihm. Dieser Mann ist Ihnen aus dem Club bekannt? Ja, und zudem sehr interessant. Er bereiste oft den Nahen Osten. Sie haben das Päckchen, nehme ich an? Natürlich. Ja, ich habe es. Ich werde es holen. Das ist es? Das ist es, Dr. Howell. Was werden Sie damit tun? Ich liefere es ab. Ist das Päckchen wertvoll? Das kann man wohl sagen. Oh. Übrigens, dieser Mr. Brown aus dem Club, wie sieht er aus? Ich habe gedacht, Sie kennen ihn. Ja, aber was halten Sie von ihm? Nun, er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, vermute ich. Sie haben gesagt, Sie haben es eilig? Ja, ich muss, wie gesagt, ziemlich früh raus und ich muss noch meine Sachen im Club packen. Oh, und das hier abgeben natürlich. Würden Sie einen Moment warten? Was haben Sie vor? Ich komme mit Ihnen zu Mr. Brown. Augenblick. Hallo? Ich bin's, Kathy Steed.
Hören Sie gut zu, ich habe nicht viel Zeit. Sie haben ein Päckchen für einen gemeinsamen Freund. Er darf es nicht bekommen. Ich brauche es dringend. Ich erkläre Ihnen alles später. Bringen Sie es zu Sorrento Imports. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns später. Sorrento, alles klar. Hören Sie, ich habe gerade Besuch. Was soll ich mit ihm machen? Ich hab's eilig. Tun Sie, was ich gesagt habe. Bis gleich. Ach, ich muss noch mal weg und muss das hier mitnehmen. Aber, Sie hatten es doch sowieso eilig. So eilig nun auch nicht. Oh, kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Es ist schon spät und ich bitte Sie, die ungewöhnlichen Umstände dieses Treffens zu entschuldigen, aber es ging nun mal nicht anders. Das sind die Diamanten, vermute ich. Freut mich, dass es draußen nicht von Polizisten wimmelt. Das ist nicht Ihr Stil, richtig? Setzen Sie sich doch. Bestimmt haben Sie für den Notfall irgendwo eine Nachricht hinterlassen. Aber so lange werden wir nicht hier sein, um uns darüber zu sorgen. Und Steed? Der Anruf gerade. Nun, Mr. Steed ist tot. Aber dies ist deine Stimme. Interessant. Ja. Noch interessanter ist, dass Sie glauben, er sei noch am Leben. Wieso ich darauf komme? Nun, Sie bringen das Päckchen auf seine Anweisung hierher. Das ist ein ziemlich schmutziges Spiel, das wir hier spielen, habe ich recht? Ihr Spiel, nicht meins. Ich möchte ganz offen mit Ihnen reden, Mrs. Gale. Ich habe das erste Mal jemanden getötet, als ich 16 war. Ich hatte keinerlei Zweifel, er hatte es verdient, die Sache war klar. Heutzutage sind die Fälle nicht immer so klar, was uns zu uns beiden bringt. Sie müssen wissen, warum Sie hier sind. Anscheinend, um Ihre Lebensgeschichte zu hören. Ich glaube, Sie gehen nach dem Lehrbuch vor, Mrs. Gale. Reizen Sie Ihren Gegner ein wenig und dann wird er sich verraten. Wobei Sie mein erster Gegner sind, der es überhaupt bei mir versucht. Überrascht mich sehr. Sie und Mr. Steed und Ihre Organisation interessieren mich wirklich ungemein. Aber das ist nicht das Wesentliche. Was dann? Das erste Mal werde ich damit konfrontiert, eine Frau umzubringen. Doch ich werde es tun, wenn es unbedingt erforderlich ist. Aber wir finden hoffentlich eine andere Lösung. Was schwebt Ihnen vor? Nun, die Situation ist folgende. Ich habe das da und ich habe Sie. Sie sind bewaffnet, nicht wahr? Natürlich. Ersparen wir uns die entwürdigende Situation, dass ich Sie durchsuche. Mrs. Gale, die Waffe auf den Tisch. Sie haben gewonnen, Mr. Teddy Bear. Es würde mir reichen zu sagen, dass ich die Nase vorn habe. Ich werde mich zur Ruhe setzen, weil Sie mich dazu zwingen, was nicht besonders schlimm ist. Irgendwann muss ja Schluss sein. Und ich würde schon gern aufhören, ohne Sie vorher zu töten. Das heißt, ich verschwinde. Und was nehme ich mit? Die Steine da und auch Sie, Gnädigste. Wenn Sie darüber nachdenken, wird Ihnen einleuchten, dass ich es muss. Ja, das ist mir klar. Schön. Es wird mit dem Schiff durchs Mittelmeer gehen und wenn es Ihnen recht ist, kann ich Sie irgendwo absetzen, sagen wir in der Ägäis. Das setzt voraus, dass ich kooperiere. Tue ich das nicht, überwinden Sie Ihre Abneigung, Frauen zu töten und werfen mich vorher über Bord. Ich fürchte ja. Ich will mich zur Ruhe setzen, aber ich möchte keinen Selbstmord begehen. Das leuchtet ein. Nehmen wir mal an, ich willige ein und schrei dann bei der erstbesten Gelegenheit um Hilfe. Sie haben sehr großes Vertrauen in Abmachungen und der Gentleman. Aber Sie müssten bemerkt haben, ich bin kein Gentleman. Das ist mir mit Vergnügen aufgefallen. Ich hoffe aber, dass Sie jetzt Ihre Kooperationsbereitschaft zeigen und eine hiervon nehmen. Ist absolut harmlos, nur ein stark wirkendes Schlafmittel, um sicherzugehen, dass Sie wenigstens in den nächsten 6 Stunden nicht aufsässig sind. Einverstanden, ich werde es tun. Schön. Ich hatte gehofft, Sie rufen nicht Tod oder Ehre. Es wäre sehr unangenehm gewesen, Sie hier und jetzt erschießen zu müssen. Sie sind eine äußerst mutige Frau. Das zeichnet Sie aus. Und nun? Nur um meine Neugier zu befriedigen, ich würde ungern 2000 Kilometer weit reisen, um mit einem Haufen Glasperlen dazustehen. Sie verstehen, eine ganz natürliche Vorsichtsmaßnahme. Mr. Teddy Bear. Mr. Steed! Kathy? Ich habe seine Pistole.
prüfen. Ist geladen. Wo sind Sie, Mr. Steed? Ich fürchte vor der Tür, Mr. Teddybär. Ich bin kein Magier. Wie Sie hören, haben wir Ihre Technik nicht komplett ausgebaut und können uns Ihre noch mal bedienen. Ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie noch leben. War ziemlich knapp. Wusste gar nicht, dass Sie auch Nervengift in Ihrem Arsenal haben. Schwer zu handhaben, besonders mit einer Komponente, die die Haut verätzt. Ich habe eine lästige Verbrennung. Die geht wieder weg. Wie Sie sich erinnern, haben wir uns bei Ihnen getroffen, nachdem Ihre Leute ihre sehr effiziente Suche beendet hatten. So ist es. Ganz recht. Sie hatten also Atropin bei sich, das Gegengift. Sehr umsichtig. Ich hatte es nicht bei mir, aber es lag griffbereit. Und was jetzt? Wir wollen mit Mr. Teddybär reden. Wir würden gern mal so richtig nett mit ihm plaudern. Nun, Mr. Steed möchte mich also lebend haben, Mrs. Gale. Ich kann ihn verstehen. Was soll ich jetzt tun? Gehen Sie vorsichtig zur Tür. Wollen wir gehen? Wie meinen Sie das? Ihr Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich die Tür öffnen. Was sollen wir hier noch? Kommen Sie schon. Wenn ich Sie jetzt entwaffnen würde, käme ich ohnehin nicht mehr sehr weit. Wieso nicht? Nur ein Tier kämpft bis zum Tod. Ich möchte nicht auf einer Bahre rausgetragen werden. Ich möchte gehen. Mr. Steed. Vorsichtig, Kathy. Wir sollten uns beeilen. Ich fühle mich sehr müde. Mrs. Gale hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Tut mir leid, dass ich Sie anlügen musste. Steed ist zur Stelle. Ich will Sie nicht langweilen und lese nur den Schluss vor. Person beging Selbstmord, während sie sich in meinem Gewahrsam befand. Damit wären Sie bestimmt Klassenletzter. Und Ihnen sollte man vor der Klasse den Hintern versäumen. Eine reizende Idee von Mr. Teddybär, Ihnen ein hochwirksames Gift als Schlafmittel zu verkaufen. Das haben Sie wohl genossen. Ein rührender Glaube an sein Wort als Gentleman. Wäre ich nicht da gewesen, hätten Sie es glatt runtergeschluckt. Ich habe Ihnen bereits gedankt. Danke kann man nicht oft genug sagen, Mr. Steed. Das war's wieder bei Hör mal zu dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Auch wir sagen Danke für dein Like. Und dass du wieder bei uns vorbeigeschaut hast.